Ja, wunderschönen guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende und liebe Interessierte. Erneut ist es mir eine große Freude, Sie im Namen der Universitäten Kassel und Marburg und im Namen unseres Verbundprojektes Extraktivismus und wir im Gießhaus zu unserer heutigen Ringvorlesung zu begrüßen. Wenn wir so ein bisschen zurückschauen, können wir eigentlich sagen, dass im Grunde mehr als zwei Jahrzehnte immer wieder behauptet wurde, dass Staat und Nation weltweit an Gewicht verlieren. Sei es einmal durch den Anpassungsdruck des ökonomischen Globalismus, sei es durch die an Einfluss gewinnende supranationale Politik der sogenannten, der Europäischen Union, nicht die sogenannte, die kommt noch, sei es durch die Initiativen und auch Ideen von Weltregieren des sogenannten Global Governance oder eben auch auf der Grund der sich global verdichtenden Kommunikation, Technologisierung und Digitalisierung, die von vielen dann ja auch als Global Village, das kontinuierliche Zusammenrücken, begriffen worden. Wir können also eigentlich sagen, dass in den letzten zwei, drei Jahrzehnten der Begriff der Globalisierung in aller Munde gewesen ist. Doch spätestens seit der Ära Trump, dem America First, einem Slogan und einer Strategie, dem viele Länder und Bewegungen auch hier bei uns folgten und bis heute folgen, dann eben durch die Pandemie und jetzt zuletzt durch den furchtbaren Krieg und die Ukraine-Krise erleben wir wieder eine enorme Aufladung nationaler Politik und mit ihr oft auch einen Bedeutungsgewinn des Nationalstaats. Der Begriff der Deglobalisierung, der ab den 90er Jahren von bestimmten sozialen Gruppen oder Bewegungen oft gefördert wurde, wird heute hingegen nicht wenig gefürchtet, hat aber insgesamt an Popularität gewonnen. Also es gibt zunehmend diese Debatten, ob wir von einer Globalisierung schon in eine Deglobalisierung gerutscht sind oder besser gesagt, dass die Perspektive ist, die wir in Zukunft haben werden. Geopolitik, lange vernachlässigt, belächelt oder teilweise sogar harsch zurückgewiesen, wie wir wissen, beginnt in der politischen Agenda wieder an Bedeutung zu gewinnen. Bei einer vertiefenden wissenschaftlichen Analyse werden wir aber feststellen müssen, dass es eben nicht erst durch den Krieg Russlands, sondern bereits seit längerer Zeit in verschiedenen Bereichen eine geopolitische Verschiebung gegeben hat. Und diese Verschiebung lässt sich eben teilweise auch auf die eingeschlagene Nachhaltigkeitsstrategien in Europa und die zurzeit intensiv angestrebten, allerdings noch nicht umgesetzten Energiewende zurückführen. Einer der Thesen, die wir in unserem Projekt Extraktivismus verfolgen, ist, dass wir glauben, dass mit der zurzeit angestrebten Energiewende oder den Transformationen in Richtung einer nachhaltigen Politik, Wirtschaft und Gesellschaft wir in eine vollkommen neue, sehr komplexe und in vielerlei Hinsicht auch konfliktgeladene internationale Konstellation hineinrutschen. Und diese Konstellation ist geprägt von Machtpolitik, von Interessensphären und, wie manche behaupten, auch von einer neuen Welle imperialer Großmachtvorstellung. Klar ist, dass Klima- und Umwelt- und energiepolitische Maßnahmen in Deutschland und Europa sicherlich sehr starke geopolitische Implikationen haben werden und dass wir diese natürlich, wenn wir über Nachhaltigkeit, wenn wir über Elektromobilität und andere Dinge reden, dass wir diese natürlich mitdenken und tiefer ergründen müssen. Aus diesem Grunde haben wir Herrn Professor Markus Lederer eingeladen, in diesem Kreis seine Ideen zu präsentieren. Und er hat dann mit Rückgriff auf Karl Polanyis Klassiker The Great Transformation, den ich jedem und jedem von Ihnen empfehlen kann, wenn Sie noch kein Weihnachtsgeschenk für dieses Jahr haben, wird er uns versuchen, die geopolitischen Bedeutungen dieser aktuellen großen Transformation näher zu bringen, an der wir jetzt schon alle teilhaben, die wir noch nicht in all ihren Dimensionen erkennen, die aber, und ich nehme an, das ist auch eine der Positionen von Herrn Lederer, die aber die Zukunft von uns allen prägen werden. Wir sind deshalb sehr gespannt auf Ihre Ausführungen. Herr Lederer ist Professor an der Technischen Universität in Darmstadt und leitet seit 2016 den Arbeitsbereich internationale Beziehungen. Er forscht zu Fragen der globalen Umwelt-, Klima- und Entwicklungspolitik und hat hier einen besonderen Schwerpunkt auf institutionelle Entwicklung und Mehrebenen-Dynamiken in den Ländern des globalen Südens. Zuvor arbeitete Herr Lederer an verschiedenen Universitäten und Stellen. Ich nenne hier nur die Universität Münster, Potsdam, Bremen. Sie sehen, hat sich mal sehr schöne Städte herausgesucht. War allerdings auch DRD-Dozent in Costa Rica. Wie ich gerade erfahren habe, nicht die schönste Stadt, aber dafür ein wunderschönes Land.
Mehr Details zu Herrn Lederer finden Sie, auch seine Publikationen, seine Forschungsprojekte, seine Arbeiten finden Sie auf unserer Homepage, die allerdings dann auch nur eine Weiterleitung auf seine Homepage ist. Also es lohnt sich auf jeden Fall, sich intensiver mit ihm zu beschäftigen. Und ich bin deshalb sehr froh, dass Sie die Einladung heute trotz Ihres kleinen Malheurs annehmen konnten. Und heiße Sie ganz herzlich willkommen und all yours. Danke sehr. Ja, ganz herzlichen Dank, Herr Burschardt, ganz herzlichen Dank, Herr Anneke Berger, ganz herzlichen Dank, dass ich hier sein darf. Es ist eine tolle Veranstaltung. Ich habe bis jetzt noch nicht reingehört, aber das Programm ist toll. Was Sie bis jetzt schon gehört haben, dass es zwischen den beiden Städten so gut klappt. Also von daher wirklich Glückwunsch, das ist toll. Sie machen mit mir vielleicht so ein bisschen einen Ausflug tatsächlich in andere Bereiche, wo sagen, wo der Extraktivismus nicht sofort aufscheint, aber ich glaube doch, dass sich es lohnt, sozusagen mit diesem Blick auf geopolitische Zusammenhänge und dann eben hauptsächlich auf diese, von Herrn Borchert schon angesprochen, ich hatte angesprochen, eine große Transformation, sozusagen diese Zusammenhänge zusammenzubringen. Ich fange mal an und sozusagen gerne, und ich höre dann auch, wenn es im Chat ist, sozusagen, das ist viele Folien, wie Sie sehen, viele Bilder, das ist jetzt sozusagen wenig Text, was ich Ihnen gebe. Den Text weiß ich, dass Sie sozusagen auch nachlesen könnten, wenn Sie Interesse hätten. Da gibt es irgendwo wahrscheinlich ein Repositorium, wo man das sozusagen runterladen kann. Und ich habe Ihnen einfach Bilder mitgebracht, über die man auch ins Gespräch kommen kann. Und gerne, wenn Sie Fragen haben oder sozusagen auch schon den einen oder anderen Punkt diskutieren möchten, hier im Saal, melden Sie sich, das kriege ich dann selber mit. Und ich würde Sie dann einfach bitten, dass, wenn es im Chat schon erste Anregungen zur Diskussion gibt oder Nachfragen, dass Sie sich gleich melden. Gut, der Ausgangspunkt. Ich fange so ein bisschen großspuriger an, um Sie so ein bisschen abzuholen und mitzunehmen bei antiken Mythen und fange schlicht und einfach mal hier mit diesem Titan an, den Sie alle irgendwie schon mal gekannt oder gehört oder in der Schulzeit damit geplagt worden sind. Sie Goethes Prometheus vielleicht lesen mussten und sozusagen diese Idee, dass wir hier von einem Titan Feuer bekommen, eine Göttergabe, die uns befähigt, die Welt untertan zu machen, die uns überhaupt erst zu dem macht, was wir sind, Menschen, die sozusagen ein Höchstmaß an Kontrolle über uns und ihre Umwelt augenscheinlich gewinnen haben können. Und diese Idee des Prometheus, dieser Göttergabe der Energie, die wir Menschen mal mehr, mal weniger gut nutzen konnten, ist sozusagen etwas, was gerade für Fragen von Energie, sozusagen aber auch durchaus für unseren Hybris oder unsere mögliche Hybris im Umgang mit Energie immer wieder thematisiert wurde. Das gilt ganz klar für fossile Brennstoffe, sozusagen Holz und die Fackel. Das, wenn Sie Stanley Kubrick und sozusagen seine Odyssee ins Weltraum, auch da fängt sozusagen der Mensch und der Kampf mit dem Feuer an und den Kampf ums Feuer, aber natürlich dann mit der industriellen Revolution und den Hoffnungen, denen man sich gemacht hat, Armut, Ungleichheit und vieles mehr über die Nutzung von Kohle und Industrialisierung zu beenden. Noch stärker von Jaspers und allen vielen anderen thematisiert die Nutzung von Nuklearenergie, die uns sozusagen unendliche Energie versprochen hat, mit deren Endlagersuche wir gerade sozusagen äußerst gut beschäftigt sind und sozusagen auch die aktuellen Debatten, die Sie alle verfolgt haben, wo diese sozusagen Hybris natürlich nochmal besonders deutlich wird. Und jetzt, und das ist sozusagen eine der Fragen, die eben sich aktuell stellen, tappen wir die gleiche Falle. Sozusagen ist es so, dass das Versprechen der erneuerbaren Energien vielleicht auch ein Versprechen ist, auch sozusagen eine Gottesgabe, eine Göttergabe, die wir sozusagen vielleicht auch uns vor unserer eigenen Hybris ein wenig in Acht nehmen müssen oder zumindest mal einen kritischen Blick drauf werfen. Und das ist das, was ich heute mit Ihnen zumindest in Ansätzen gerne mal machen möchte, dass man sozusagen einfach nochmal kritisch draufschaut, weil für Prometheus selber ging die Sache ja nicht so gut aus. Also er selber wurde von Zeus so ein bisschen gescholten und nicht nur gescholten, er musste auch die Konsequenzen tragen, so einmal am Tag seine Leber zerfressen zu bekommen. Gibt Schöneres und sozusagen noch viel tragischer für die Menschheit, sozusagen Pandoras Box. Wir haben sozusagen dann all das Übel der Welt von Zeus bekommen, weil wir eben mit dieser Göttergabe nicht vernünftig umgegangen sind. Also Warnung genug
hier noch einmal kritisch draufzuschauen, sozusagen um den Bogen zum Extraktivismus zu bekommen, dass sozusagen das Extrahieren von Stoffen für die energetische Nutzung, das ist sozusagen hier der Apfel, in den wir beißen, der uns von den Göttern gegeben wurde, wo wir aber eben die Konsequenzen auch immer wieder sozusagen kritisch reflektieren sollten. Wie können wir das machen? Sicherlich nicht allumfassend hier und heute, sondern ich habe dieses Bild der großen Transformation ganz absichtlich gewählt, weil es sehr, sehr populär ist. Ich gehe auf den genannten Polanyi auch gleich nochmal ein. Und ich glaube, es bietet sich da an. Das ist sozusagen so ein erster, sehr kurzer konzeptioneller Punkt, dass ich nochmal ganz kurz erläutere, wo kommt denn eigentlich dieses Bild der großen Transformation her? Ich werde dann sozusagen nicht auf die sozialen, nur begrenzt auf die ökonomischen, sondern eben auf diese geopolitischen Konsequenzen eingehen, die wir mit dieser großen Transformation zum Teil eben vergegenwärtigen. Und sozusagen, da muss man natürlich erstmal klären, Burkhard hat es angesprochen, ist ja schon ein umstrittener Begriff in Deutschland, gerade auch in der Akademie, durchaus ein nur selten genutzter Begriff, zumindest wenn wir die letzten 30, 40 Jahre nehmen und jetzt sozusagen international immer wieder stärker. Und deswegen würde ich hier erst sozusagen so eine Klärung vorschlagen. Zu dem Zeitpunkt wäre vielleicht auch eine erste gute Möglichkeit, dass wir ins Gespräch kommen, einfach mal auf dieser konzeptionellen Ebene, kurz über was ist eine Transformation, beziehungsweise was ist denn eigentlich Geopolitik. Dann, und das werde ich nur sehr kurz machen, gebe ich Ihnen sozusagen ein Universe of Cases, all die Dinge, die wir bei Klimapolitik, bei großer Transformation besprechen könnten aus geopolitischer Sicht. Das aber wirklich nur sehr schlagpunktartig. Wenn es dann da Rückfragen gibt, können wir gerne auf einzelne Punkte eingehen. Zwei Aspekte würde ich aber gerne näher mit Ihnen beleuchten. A, weil ich mich da ein bisschen besser auskenne und B, weil so viel Zeit haben Sie wahrscheinlich heute Abend dann doch nicht, dass wir die gesamte große Transformation durchsprechen können. Deswegen auf zwei Punkte näher eingehen. Das eine ist Ihnen vielleicht ein bisschen fremd und nehme ich mal an, dass wir vielleicht auch das eine oder andere noch mal so ein bisschen grundlegend erklären müssen. Da geht es um das, was ganz aktuell Carbon Dioxide Removal genannt wird, deutsch negative Emissionen, lange unter dem Stichwort auch Climate Engineering genannt, was sozusagen vielleicht mit Extraktivismus erstmal gar nicht so schnell zusammenkommt. Ich hoffe aber, dass dieser Bogen deutlich wird. Dann die schon genannten erneuerbaren Energien in dem zweiten Schritt. Und zum Schluss hoffe ich, dass ich den Bogen zu Prometheus auch wieder dann hinbekomme. Das ist das Programm. Wie gesagt, wenn Sie irgendwo unterwegs Fragen haben, unterbrechen Sie mich bitte gerne jederzeit. Es wurde angesprochen, ein Buch, was ich zu lesen lohnt. Ich darf und hatte es mir vorhin noch überlegt, ob ich das so sage, aber jetzt tue ich es auf jeden Fall. Mein Doktorvater Friedrich Rathobel hat auf seine sehr charmante Art und Weise in den 90er Jahren in den Masterkursen, die wir bei ihm belegen durften, zu uns gesagt, wenn ihr Deppen nur ein Buch irgendwann mal vernünftig lest, dann lest dieses. Sie haben es etwas diplomatisch ausgedrückt, Rathobel ist dafür nicht bekannt. Insofern, das ist sozusagen schon eines der großen Werke, die im 20. Jahrhundert verfasst wurden, um uns ein Verständnis dafür zu geben, wie gesellschaftlicher Wandel vor allem durch ökonomische Transformationen hervorgerufen werden und wie sozusagen im 19. Jahrhundert auf der einen Seite der Liberalismus mit extremer Macht sozusagen zu auch zum Weiterdenken von Marx, zu einer Kommodifizierung, also einer Vermarktlichung vor allem von Land und Arbeit geführt hat. Und wir sozusagen angefangen haben, Land zu handeln, etwas, was vorher kaum möglich war. Und über Land werden wir nachher viel sprechen. Und was sozusagen zu einem wahnsinnigen Wirtschaftsboom geführt hat. Also die industrielle Revolution, gerade in Großbritannien, wäre nicht möglich gewesen, wenn Land nicht handelbar geworden wäre. Über die großen sozusagen Probleme, die sich Großbritannien gerade eben auf sozialer Ebene eingefangen hat, haben sehr viel damit zu tun. Und sozusagen, dass es dazu auch eben eine Gegenbewegung gab. Und das ist das Spannende an Polanyi, dass er eben beides gut miteinander verbindet und beides analytisch sehr sauber beschreibt, dass es dann eben auch eine Gegenbewegung gab, die auf der einen Seite total fehlgeschlagen ist, nämlich den Faschismus, dann, sagen wir mal, mit zu halbem Erfolg als Sozialismus wiederkehrte. Und das war sozusagen durchaus auch Polanyis Position, die dann später sozusagen auch von seinen Jüngern weitergetragen wurde, dass es so etwas wie eine soziale Marktwirtschaft geben muss, die den Liberalismus wieder bändigt, einbettet, hat John Ruggie, einer der großen Nachfolger, wenn man so möchte, von Polanyi gesagt. Also sozusagen, dass es diese Transformation gestaltet werden muss. Und warum Polanyi so spannend ist und ich ihn sozusagen hier gerne mit aufführe,
Und was oft vergessen wird, wenn von großer Transformation gesprochen wird, Polanyi hat die großen politischen Umwälzungen und sagen wir mal auch die Konflikte, die Herr Burchardt angesprochen hat, sehr schön aufgezeigt. Und das ist etwas, was wir, glaube ich, oftmals vergessen. Ich darf hier eine kleine Kollegenschelte machen bei dem Wissenschaftlichen Beirat für Umweltfragen, die tolle Arbeit leisten, die sehr schön genau dieses Bild der großen Transformation schon vor 15 Jahren aufgegriffen haben. Diesen Gesellschaftsvertrag, den wir brauchen für eine große Transformation. Aber wenn Sie da reinschauen, und das würde ich sagen, es sind vielen ähnlichen Publikationen von Thinktanks, aber auch von der EU und ähnlichen, oftmals so ein bisschen vergessen, das ist ein technischer Wandel, der so ein bisschen gesellschaftlich abgefedert wird. Die Konsequenzen und die politischen Kämpfe, die es braucht, die sind oft außen vor. Ganz krass sozusagen ist hier der Abolitionismus, also die Abschaffung der Sklaverei, wenn Sie in den letzten paar Wochen FAZ gelesen haben, sozusagen auch nochmal ein heißes Thema, sozusagen ein ganz wichtiges Beispiel, dass sozusagen so wie wir es uns gelungen ist, ist diese Sklaverei sozusagen ganz zum Ende gebracht hat, plus. Das sind Dinge, die hier außen vor sind. Ich würde jetzt nicht sagen, dass wir kurz davor stehen, dass die aktuelle Transformation im Bürgerkrieg ausartet. Ich würde sehr darüber warnen, sondern auch diese Metapher des Krieges, hier so das Bild des Krieges zu schnell zu verwenden. Trotzdem wird das Konflikte gleich werden. Ich glaube, diese Konflikte müssen wir genauer analysieren. Europa ist ganz spannend, die nehmen sozusagen Betten von großer Transformation, die greifen sozusagen durchaus immer wieder sozusagen das gleiche Bild auf, aber sie nennen das ein Green Deal, da ist sozusagen ein Roosevelt'sche New Deal, das sind 13 Jahre des 20. Jahrhunderts, das prägende Bild, und ganz interessant, und das sehen wir sozusagen auch in der internationalen Diskussion, die aktuelle Kommission ist sich zumindest etwas bewusster, dass es sozusagen hier auch geopolitische Fragen, auf die wir gleich kommen, eine Rolle spielen und dass es sozusagen hohe soziale Verwerfungen geben wird. Nicht ganz umsonst spricht von der Leyen, aber eben auch inzwischen die internationale Gemeinschaft wird immer mehr von einer Just Transition. Also ist es irgendwie klar, wir müssen auch hier ethische Bewertungskriterien mit einbringen. So viel zum Green Deal. Jetzt sozusagen zwei Fragen. Warum brauchen wir ihn denn? Und sozusagen, ich will Ihnen jetzt hier eine Lehrstunde über die aktuelle Situation der Umwelt geben, sozusagen, sondern nur einen kurzen Blick auf einen Bericht und sozusagen das berühmteste Bild hier aus, der letzte Woche veröffentlicht wurde. Zwei Wochen sozusagen, das wird immer vor der Klimakonferenz, wird von der United Nations Environment Program, also das Umweltprogramm der Vereinten Nationen, ein Bericht gemacht, der uns ein bisschen durchführt. Sag mal, wie weit sind wir denn eigentlich mit unseren Bemühungen Richtung, wir schaffen das schon mit den 2 Grad, oder vielleicht hat sogar die 1,5 Grad, die wir uns in Paris besprochen haben. Wie gesagt, da steckt jetzt eine ganze Menge drin. Jeder nicht, wenn ich mich wegbewege, hören die Kolleginnen nicht. Ich muss hier stehen bleiben. Besser. Gut, dann springt man von Eisbären allein. Sozusagen, was ich hier sehe, wie gesagt, ich lande jetzt nicht mit 1000 Details, aber wenn wir einfach 2010 Business as usual machen, wenn wir einfach weitergemacht hätten, dann wäre es irgendwie klar, dass wir sozusagen komplett rausfallen aus allen Zielvorstellungen, die wir uns gesetzt haben, nämlich 1,5 Grad oder 2 Grad im Jahr 2030 irgendwie zu halten. Jetzt haben wir hier sozusagen eine ganze Menge, sozusagen, wenn wir nachher fragen, dann können wir das gerne eingehen, an sozusagen Zielerreichungen, die wir schon, sagen wir mal, Maßnahmen, die wir uns vorgenommen haben, wo wir schon relativ weit sind. Wo wir also zum Beispiel eben über Anfänge einer Transformation des Energiesystems, hier es uns gelungen ist, schon mal sozusagen von diesem Punkt hier runterzukommen. Aber das ist sozusagen der weite Weg, den wir noch gehen müssen. Der ist dann umgerechnet in Gigatons und so weiter. Das gerne in der Diskussion, wenn Sie Interesse haben. Und das wird seit 13 Jahren, gibt es diesen Bericht zu jeder Klimakonferenz. Er wird jedes Jahr ein bisschen besser, aber halt nur ein bisschen besser. Also es gibt schon gute Gründe dafür, dass wir uns äußerst in Sorgen machen und über eine Transformation verschiedenster Systeme nachdenken. Und das fasse ich immer ganz einfach zusammen. Wir müssen den Stadtplanblick revolutionieren. Über das Erste werde ich mal nicht sprechen.
Städte, das ist etwas, wo gerade die Kolleginnen aus der Soziologie, ich glaube aber gerade für die Regionen, für die Sie sich auch interessieren, Lateinamerika oder eben die MENA-Region, sagen, dass es auch eine wahnsinnige Bedeutung haben wird. Die Region, wo ich etwas besser kenne, in Südasien, in Südostasien, da ist es sozusagen ganz klar, wenn es uns nicht gelingt, Jakarta irgendwie halbwegs zu begrünen, im Sinne von ökologisch halbwegs verträglich zu machen, dann ist alles andere, also ist all das, was wir im Alltag machen, ökologisch. Das ist dann nett. Aber auch dafür kann man sozusagen noch grüne Hauptstadt in Z werden, aber es ist völlig klar. Also das ist sozusagen, das können wir uns schenken. Es geht schon um die Megastädte dieser Welt, die eine komplette Transformation des Metabolismus, ihrer Architektur, des Zusammenlebens brauchen, wenn wir irgendwie diese 2 Grad oder gar die 1,5 irgendwie halten wollen. Und das sind aber die Megastädte, vor allem im Industrialismus. Aber was ich heute eingehe, ist, wie wir Land nutzen und wie wir Energie nutzen, dann steht in Geschichte einfach dieser Fluss. Diese große Transformation hat verschiedenste Konsequenzen. Die Sozialen hatte ich schon genannt, dass gerade auch eben über eine gerechte Transformation jetzt immer stärker gesprochen wird. Der hat auch große ökonomische Verwirkungen. Sie hat aber eben auch geopolitische, das ist das, was ich mich fokussieren werde. Auf andere Aspekte können wir gerne in die Diskussion eingehen. Wir sollten aber ganz kurz klären, was dann eigentlich Geopolitik ist. Die SZ hat vor jetzt schon knapp 10 Jahren geschrieben, die Geopolitik ist tot. Sollten wir uns natürlich fragen, wo war sie? Also, sagen wir, wenn sie jetzt plötzlich zurück ist, dann würde ich halt so ein bisschen, was ist es denn eigentlich und wo hat es sich denn verschoben? Zum einen können wir sozusagen erstmal festhalten, das finde ich einen wichtigen Punkt, vom Kollegen Mozzini und demjenigen von Ihnen, die vielleicht in der IB so ein bisschen an Theorien interessiert sind, das ist sozusagen, glaube ich, schon in Europa der Kollege, der am brillantesten viele theoretische Debatten auf den Punkt bringt. Also hier Stefano Mozzini hat sozusagen ganz banal erstmal zusammengefasst, aber da steckt schon was drin. It's geography that trumps for us. Also es ist die Geografie. Und ganz oft sozusagen durchaus auch bei renommierten Kolleginnen, aber sozusagen dann in der Tagesschau oder eben sozusagen auch von der Leyen-Kommission. Wir müssen eine geopolitische Kommission sein. Ja, was ist denn Geopolitik? Es ist dann schon die Beachtung geografischer Faktoren. Also wenn wir das nicht ernst nehmen, wenn wir hier sozusagen nicht irgendwie uns überlegen, was Geografik bedeutet und Geopolitik mit Weltpolitik gleichsetzen, dann können wir es uns auch schenken. Insofern, da sollten wir uns ein bisschen sozusagen die Zeit nehmen, zumindest mal zu überlegen, welche Perspektiven auf Geopolitik es gibt und wo sich dann steckt. Zum einen gibt es eine lange historische Debatte, die tue ich jetzt nur andeuten, die sozusagen schon bei Türkei, dass es ist denn jetzt besser, eine Landkarte zu sein, Sparta, bei Türkei das schon viel weiter gedacht als dann später, haben wir ja schon auch so ein bisschen ein besonderes politisches System, kennen wir ja alle, und dann sozusagen Athen, die Seemacht, sozusagen mit ihren Bündnispolitik, mit ihren Silberausbeutungen in der Ägäis, sozusagen die ganz andere Herrschaft aufgebaut hat. Aber scheint das schon irgendwas mit geografischen Faktoren zu tun, da habe ich den Peloponnesen. Oder eben das Mittelmeer besetzt, ob ich eine Land- oder eine Seemacht bin. Und das ist sozusagen dann lange immer wieder so mitgewabert in Debatten um, heute würden wir sagen, internationale Politik, dass geografische Faktoren eine hohe Rolle spielen. Plötzlich, Ende des 19. Jahrhunderts, lautet seit 1899, kriegt dieser Begriff Geopolitik von einem Schweden namens Kjellen, also sozusagen wird das erstmal ein Land, der benennt das dann so. Da findet eine Diskussion statt, die viel mit Autoren zu tun haben, die jetzt im Zuge auch der chinesisch-amerikanischen Konflikte auch wieder da die Frage, wer die Rolle der Seemacht haben wird, Mayhem mit Kindern und so. Also sozusagen, das ist so ein bisschen was für die Cracks und denke ich mir, die sich so richtig mit geopolitischen Fragen auseinandersetzen, wo das plötzlich wieder eine Rolle spielt. Oder eben, das dann durchaus mit einer tragischen Aktualität, die Frage, wer besetzt das Heartland? Das ist sozusagen eine Debatte, die mit Kindern und so viel losgetreten hat, dass wer das Heartland besitzt, die ist sozusagen irgendwie Sitz der Weltinsel und kann sozusagen über das Rimland, wie sie er genannt hat, Macht ausüben. Wenn Sie sagen, ja gut, da hat einer so ein bisschen Blödsinn geschrieben, 1904, was passiert. Diese Debatten waren nie ganz weg. Sie waren teilweise in Lateinamerika. Pinochet war ein klassischer Schüler, war Geograf und sozusagen hat da durchaus eine Rolle gespielt. Sie waren in den US Naval Colleges immer vorhanden.
Oder Herr Bugin wird Ihnen sozusagen in den letzten Wochen untergekommen sein. Seine Tochter ist in die Luft geborgen worden und getötet worden, wahrscheinlich vom ukrainischen Geheimdienst. Der Anschlag galt sicherlich ihm. Er ist ein klassischer Kinderschüler sozusagen. Also das ist sozusagen, Bugin hat extrem offensiv geopolitische sozusagen Positionen vertreten. Putin ist teilweise sein gelehriger Schüler, teilweise ist es so ein bisschen ähnlich wie mit Hitler und den Geopolitikern Deutschlands in den 20er Jahren. Da gibt es durchaus eine gewisse Emanzipation und man kann nicht so eins zu eins sagen, dass Putin den Putin sozusagen eins zu eins beeinflusst, aber das spielt eine Rolle. Es ist sozusagen das, was wir im Moment in der Ukraine sehen, ist Geopolitik, wie Putin sie interpretiert. Also insofern sind das Debatten, die wir ernst nehmen sollen. Sie werden auch, sagen wir mal, populärwissenschaftlich sehr gerne verarbeitet. Sie finden vieles, aber ich nenne es nur solche Husten-Hugen-Hugels, Dahlias, dieser Welt, diese Bücher auf dem Tisch haben, die sich schon gut lesen lassen, die auch ganz nett sind, die sozusagen dann sagen, so 10 Dinge, 10 Blicke auf Weltkarten und sie verstehen die Welt. Sprich, da ist ein wahnsinniger geografischer Determinismus vorhanden, dass sozusagen diese geografischen Faktoren, die jetzt so die letzten 120 Jahre mal offensiver und im Zweiten Weltkrieg, aktuell wieder in Russland oder eben durchaus auch eben in China und Lateinamerika stark diskutiert worden sind, die wir so ein bisschen ausgeblendet haben, weil tatsächlich es eben auch eine deutsche Tradition in den 10er und 20er Jahren gab, von der wir uns dann in den 50er und 60er Jahren ganz offensiv abgewendet haben. Und diese Tradition sozusagen teilweise eben in so populärwissenschaftlichen Büchern, Kaplan, Mitchell, gibt noch so ein paar andere, hauptsächlich Herren, die das sehr vereinfacht und darstellen. Und da muss man so ein bisschen aufpassen, dass wir jetzt nicht auch Richtung Klimapolitik, Richtung große Transformation, oder ich würde sagen auch Richtung Extraktivismus, nur sagen, so eine Vereinfachung allen und sagen, die geografischen Faktoren erklären alles. Ich glaube, das ist sozusagen der Fehler, vor dem ich warnen würde, dass wir trotzdem irgendwie dieser Traditionsdinge uns bewusst werden und auch wieder vielleicht ein bisschen mehr Beachtung zu den materiellen Faktoren finden. Sagen Sie wollen durchaus dieser Material Turn sozusagen ein bisschen ernst nehmen. Das ist, glaube ich, schon etwas, was wir in den geopolitischen Debatten da haben. Ich hatte Ihnen auch versprochen, es gibt mehr als eine Perspektive und sozusagen stellen wir noch 2 weitere vor. Die kann man auch durchaus in Kombination miteinander sehen. Die Geopolitik hat durchaus auch so eine kritische Perspektive mitentwickelt, teilweise mit einem Spanking-Turn verbunden. Zuhörerinnen in Marburg werden sich vielleicht bei Baklizisten sozusagen verschiedene Veranstaltungen gemacht haben, sozusagen diesen räumlichen Turn in sehr stark eben in der Sicherheitspolitik immer wieder diskutiert. Und dann Herr Taylor, den kann ich nicht vernünftig aussprechen, Simon Dalby und andere haben das sozusagen für den angelsächsischen Diskurs vorangebracht. Wo es jetzt darum geht, eben nicht nur über Territorium und reine Materialität sich der Geografie zu nähern, sondern wo man sagt, hier, der Raum wird eben auch produziert, wird konstruiert und er schafft Identität. Wenn Sie jetzt sagen, das ist mir ein bisschen zu abstrakt, überlegen Sie mal, was der Westen ist oder der Süden. Ist das eine territoriale Kategorie? Der Westen? Nein. Also Australien ist der Westen, weil das ist Australien der Westen. Also territorial hat das gleich gar nicht hin. Sind sozusagen alle ganz schnell einig, dass sozusagen Australien, Japan, das kriegen wir territorial mit dem Westen nicht hin. Wahrscheinlich auch ähnlich mit dem Süden wird es ganz schwierig. Das sind Identitätsmarker. Hier werden sozusagen Gemeinschaften gebildet. Und das sozusagen durchaus in räumlichen Kontexten oder mit räumlichen Begrifflichkeiten, mit denen hier sozusagen der Raum geschaffen wird und dieser Raum sozusagen auch handlungsfähig wird. So etwas wie die Achse des Bösen, da wird plötzlich sozusagen eine Verbindungslinie eingelegt, die sozusagen eine Zuschreibung ist, die daraus eben eine räumliche Perspektive anbietet. Die letzte Perspektive sozusagen kommt ein bisschen von Simon Dalby und anderen Autoren her, die noch mal stärker auf den Klimawandel schauen und eben das, was unter dem Anthropozän diskutiert wird, also dass wir in einer Epoche leben, in der der Mensch der Faktor ist, der ganz banal gesagt mehr Auswirkungen hat als Erdbeben oder Vulkanausbrüche. Also diese Geschichte wird einfach wichtiger sozusagen. Die Prometheus oder die Hybris, die wir bei Prometheus kennengelernt haben, haben wir sozusagen im Anthropozän endgültig sozusagen adaptiert.
Benietung getrieben. Und jetzt ist so ein bisschen die Frage, was bedeutet das mit Geopolitik? Leider macht hier einen spannenden Punkt, der, glaube ich, für die Debatte um Extraktivismus und für das, was wir hier vorhaben, äußerst relevant ist. Nämlich, wir schaffen jetzt auch erst die Geografie. Wir sind ja sozusagen wichtiger als die Meere, die Vulkane oder die Erdbeben. Wenn wir zum Beispiel die Atmosphäre so stark aufheizen, dass sie 2 oder 3 Grad werden, dann schaffen wir sozusagen die Geografie und die materiellen Voraussetzungen, unter denen Politik überhaupt erst stattfinden kann und bringen es damit ein. Sozusagen so ein bisschen verwissenschaftlicher auszudrücken, wir machen die Geografie zur intervenierenden Variable. Sie hat nicht mehr sozusagen unabhängigen Variablen. Sie steht nicht mehr für sich selber, sondern sie wird durch uns eben erst geprägt. Ich glaube, dass das Schöpfer das nochmal so ein neues Nachdenken eben auch erlaubt, dass erst dadurch, dass wir die Geografie der Welt eben jetzt wirklich komplett ändern, wir haben auch zum Beispiel untergehende Staaten, dass sozusagen ändern wir die Geografie von Staaten ja durchaus, wenn wir sie nicht einfach absaugen lassen, die Arabis etc. Von der Fuß dieser Welt, dann ist sozusagen auch klar, dass das eine extreme Einengung von politischen Möglichkeiten ist. Der Präsident von Vanuatu hat gestern gesagt, er nimmt jetzt, das ist glaube ich auch ein bisschen ein Hype, das war sozusagen ein politisches Statement, er tut jetzt die ganzen Bräuche und alles, was über sein Land bekannt ist, ins Metaverse transferieren, weil das die einzige Art und Weise ist, wie sein Volk seine Kultur noch überleben kann. Er hat recht, dass Vanuatu wahrscheinlich keine Chance hat, als Staat zu bestehen. Ob ich es jetzt im Metaverse, das wäre nicht mein Ding. Aber sozusagen, wir sehen, da kommt ein bisschen diese Diskussion. Gut. Damit bin ich mit dem konzeptionellen Teil, warum es sich A lohnt, nochmal die große Transformation anzuschauen und B, warum wir sie unter dieser geopolitischen Brille anschauen sollten und dann eben durchaus verschiedene Perspektiven einnehmen sollten, würde ich jetzt erstmal hier einen Cut machen. Vielleicht gibt es hier erst schon mal Rückfragen Ihrerseits. Sie jetzt sagen, halt, stopp, das ging hier irgendwie zu schnell, aber Sie wollen doch den UNEP-Cap Report im Detail ausbuchstabiert haben und sozusagen den Unterschied zwischen Conditional und Unconditional, Pledges etc. Wenn Sie jetzt irgendwelche Fragen diesbezüglich haben oder gerne auch schon in die Kritik oder in die Diskussion einsteigen wollen, wir warten jetzt darauf, dass ich Ihnen ein bisschen über richtige Futter gebe und nicht nur diesen konzeptionellen Rufen arbeite. Mache ich gerne. Ich komme sozusagen, wenn es keine Punkte gibt, schlicht und einfach. Erstens, würde ich nur ganz kurz, länger als 3 Minuten zu quatschen, zu den Klassikern, wie man es vielleicht nennen könnte. Können Sie überlegen, ob Sie dabei irgendwas einsteigen? Dann kommen wir. Das sind Dinge, die Sie wahrscheinlich alle schon mal gehört haben, deswegen nenne ich es nur einmal. Der Klimawandel wird handelt ökonomisch sozusagen super. Also wir sparen Tage und damit Millionen, wenn wir in Zukunft Container, das sind wir nicht ganz wenig, von China, USA oder nach Europa schicken. Das sozusagen, weil der Klimawandel uns erlaubt, Nordwestpassage, die Nordwestpassage eben nicht nur so ein Monat im Jahr zu nutzen, sondern je nach Projektion 4, 5, 6 und in 20 Jahren vielleicht auch ganz Jahr. Und das ist sozusagen, da werden also neue Routen, neue geografische Linien gezogen, die ökonomisch natürlich schon auch erstmal spannend sind. Das ist natürlich aber auch jetzt schon Kanada, die wir eigentlich immer so ganz gern haben, schon sehr klar territoriale Ansprüche stellt, weil es ganz klar natürlich auch ist, dass wenn da mal so ein Öltanker in dieser Region kippt, wird nicht ganz easy. Plus, vielleicht kann man ja darum damit auch viel Geld erfahren. Wo ich ein bisschen vorsichtig wäre, sozusagen mit dieser Extraktivismusbrille, es gibt durchaus viele Ideen, Pläne, gerade in der Arktis, wenn dann sozusagen endlich mal das ganze Eis vielleicht nicht ganz, aber weitgehend weg ist. Ja, also die Russen sozusagen haben das schon lange vor, aber wie gesagt auch die Kanadier, durchaus auch die USA und durchaus auch Dänemark. Von allem, was ich von Kolleginnen, die sich hier mit den Leuten mehr beschäftigt haben, als ich weiß, ist das trotzdem weitestgehend nicht der Fall. Die Kosten, sozusagen, auch wenn das Eis weg ist, hier wirklich Bohrungen auf vernünftiger Ebene durchzuführen, die irgendwo dafür stehen, dass man Engel oder Ärzte rausholt, stehen wohl nicht dafür.
Also ich glaube, sozusagen so ist weiter Extraktivismus in Lateinamerika und Nordafrika anzuschauen, aber nicht sozusagen jetzt die Art des als das große Mekka für neuen Extraktivismus dieser Art zu begreifen. Ich glaube, das wird schlicht und einfach nicht passieren. Spannend, das war mir vor ein paar Monaten auch nicht klar, sozusagen mit dem Abschmelzen des Eises in Grönland kommen plötzlich Aspekte auf, die wir wirklich einfach vergessen hatten. Hier sozusagen relativ harmlos. Es gibt 10.000 Osten der Fässer mit Restbenzin, die die Amerikaner zwischen, also in den 40er Jahren dort abgelehnt haben, weil von dem grönländischen Eis Bomber gestartet sind, die eben unter anderem Kassel zerstört haben. Also das war eine der großen Luftwaffenbasen der Amerikaner des Zweiten Weltkriegs. Und diese Fässer wurden ins Eis geschmissen und mit dem Klimawandel tauchen wir jetzt wieder auf. Das wird man relativ einfach wahrscheinlich beheben können. Also besser kann man einsagen. Bisschen schwieriger wird es mit den ganzen Atomreaktoren, die unter anderem die Angst, also zum großen Teil die Russen dort versenkt haben, und gehofft haben, das ewige Eis, die sozusagen verbergen. Das ewige Eis ist nicht mehr. Geografie ändern wir so, dass dieses Eis unsere Sünden der Vergangenheit wieder freigewinnt. Ganz ähnlich zum Beispiel in Bosnien Minen. Die Gegenden, die völlig als minenfrei galten, es gibt immer noch genügende Gegenden, wo wir das in Bosnien nicht haben, aber Gegenden, die als minenfrei galten, sind es plötzlich nicht mehr, weil immer stärkere Überschwemmungen, zumindest zum Teil auf den Klimawandel zurückgeführt werden, dafür sorgen, dass Minen in neue Gebiete geschwemmt werden, sozusagen minenfreie Gebiete nicht mehr minenfrei sind. Also auch da sehen wir, wie wir sozusagen Einfluss auch durch den Klimawandel auf die Geografie nehmen, wie sozusagen auch wieder hier unsere Politik, und damit hier in diesem konkreten Fall bleibt, sicherlich weniger Menschen abgehoben. Das ist sozusagen der Klassiker in der Diskussion Migrationsströme, die durch den Klimawandel hervorgerufen, mindestens zu einer gewissen Art zu großen Umbrüchen führen. Ich wäre ein bisschen vorsichtig zu sagen, dass jetzt schon große Teile der Flüchtlinge der Menschen auf der Welt sehen. Und wir haben ja sozusagen in den letzten Jahren nie mehr Menschen gesehen als in den letzten 4-5 Jahren. Das hat, würde ich sagen, ich glaube, darauf stehe ich auf der Basis der Hoffnung, wenig mit dem Klimawandel zu tun. Das heißt aber nicht, dass es nicht bedeutend mehr werden wird. Und selbst wenn die Leute nur zu einem Drittel aus klimapolitischen oder aus Klimagründen fliehen, ist es natürlich sozusagen etwas, was immer stärker dazu beiträgt. Und hier werden wir sozusagen zu, werden alle Staaten der Welt, vor allem auch unterschiedliche Staaten, zu beiden eine so große Herausforderung stellen. Und dann sozusagen können wir noch einen Punkt auch machen, dass wir schlicht und einfach eine Atmosphäre haben, deren Räumlichkeit begrenzt ist. Und wo wir tun können, wer denn jetzt eigentlich wie viel CO2 in diesen Raum ablegen darf. Auch das, glaube ich, können wir mit so einer geopolitischen Metapher ganz gut abkreiden oder wegreiten, dass das sozusagen ein Raum ist, in dem wir aktuell eben schon ein Scheich ringen. Wie viel CO2 darf denn jeder in diesen Raum reinlegen in den nächsten 20 Jahren? Und zu welchem Preis muss ich denn vielleicht bezahlen? Das sind verschiedenste Debatten. Ich würde auch keine dieser näher eingehen, außer Sie haben Fragen dazu zum jetzigen Zeitpunkt. Das soll sozusagen mehr so Appetizer sein, um sich grundsätzlich mit der Materie auseinanderzusetzen. Immer noch nicht. Na gut, jetzt bin ich mir aber sicher, wenn wir jetzt keine Fragen haben, dann stimmt es. Kommen wir sozusagen zum ersten großen Bereich. Der Geopolitik negativer ist. Und da wirklich, das bringt nicht viel, wenn sozusagen da die Dinge, die noch so ein bisschen technisch da dahinter stehen, wenn die so ganz unklar bleiben. Also ich bin jetzt auch nicht sozusagen hier ein Forster oder sozusagen ein Naturwissenschaftler, der eben alle Details darlegen kann. Und zumindest sollten wir ein gewisses Grundverständnis haben, was es denn hier geht, weil sonst sozusagen wird die Bedeutung des Ganzen nicht wirklich klar. Es gibt die Idee, durchaus schon in den 60er Jahren, wie schon als einer der Vertreter, der das schon mal gebracht hat, der schon im Klimawandel gesprochen hat, aber es gab Präsidenten in den 60er Jahren, in den USA, die das Wort Klimawandel in den Mund nahmen, zwar ernsthaft, die gesagt haben, also vielleicht gibt es ja technische Möglichkeiten,
wie wir die Atmosphäre beeinflussen können, um sozusagen einem Treibhausgaseffekt, der zu stark wird, Einhalt zu geben. Deutsch. Vielleicht können wir so ein bisschen an diesem Thermostat, der uns jetzt gerade so ein bisschen nach oben gehalten, ein bisschen drehen. Vielleicht gelingt uns das technische Internet. Und jetzt, sagen wir mal so, in den letzten 15, 20 Jahren, weil der Kollege der Nobelpreisträger, der in Mainz im MPI gearbeitet hat, mit dem Namen Paul Crutzen, der hat es sozusagen zum ersten Mal in diesem Bereich Techniken, Radiation Management auf dem Bildschirm, hat man gesagt, das sollten wir nochmal genauer anschauen. Seitdem gibt es viele Debatten darüber, dass man sozusagen die Spiegel ganz vergessen, das ist Science Fiction. Aber sozusagen durchaus auf der Ebene von Strahlungseinwirkungen im Thermostat so ein bisschen Schnippchen schlagen. Ich mache es ganz einfach. Wir haben da einen Treibhaus. Der Sommer ist heiß. Ihre Tomaten fangen an, braun zu werden. Jetzt müssen Sie irgendwie überlegen, tun Sie alle Tomaten raus. Sie warten einfach, dass das Treibhaus ein bisschen dreckiger ist. Und wenn es nicht schnell genug geht, schmeißen Sie so ein bisschen Dreck aufs Treibhaus, aufs Gas oben drauf. Was wird passieren? Es wird weniger Reflexion geben und die Hitze staut sich dann nicht ganz so. Sprich, Sie können so ein bisschen regulieren, dass in diesem Treibhaus, wenn Sie oben genügend Dreck auf dem Glas haben, es wird nicht so warm. Warum machen wir das mit der Erde? Technisch schwierig. Wir brauchen 100 Flieger pro Tag. Wir haben ein paar mehr in der Luft. 10 Milliarden pro Jahr. Peanuts im Vergleich zu dem, was der Klimawandel kosten wird. Um schlicht und einfach Aerosole, Schwefel, so zu verteilen, dass wir wahrscheinlich allein über diesen Eintrag von Dreck in der Atmosphäre auf Dauer, jeden Tag, die Temperatur so regeln können, dass wir unter den 2 Grad bleiben. Die Berechnungen sind relativ klar, die Modellierung, da sitzen schon ein paar tausend sehr, sehr schlaue Leute dran, die das sozusagen durchrechnen. Traut sich keiner so richtig in die Experimentierphase zu gehen, weil wo ist das sozusagen noch Experimente, wo macht man es schon? Die Problematik von Realexperimenten stellt sich hier noch gestalter ethische Fragen etc. etc. Weil hatten Sie ja vorhin schon so eine Hybris, wo sozusagen fängt das an, dass wir Konsequenzen in Kauf nehmen, die wir jetzt zum Teil nicht kennen? Oder wo wir schon Ahnung haben? El Niño, El Niño, ein bekanntes Wetterlager, er ist wahrscheinlich dann nicht mehr so stabil. Regenzeiten in Indien wahrscheinlich dann nicht mehr, also noch weniger verlässlich, als sie momentan eh schon sind. Wann fangen wir sozusagen an, diese Hybris komplett mit Blut zu zäumen? Wenn Sie glauben, der Quatsch der totalen Blödsinn, das ist alles überhaupt nicht. Es gibt durchaus die ein paar Jahre alt. Einfach mal so eine ganz banale Bewegung. Welche Staaten haben denn sozusagen die technischen Kapazitäten? Und welche dann am richtigen Lösungen miteinander mischen, was wir eben die von Ihnen aus gesehen oben links sind. Das sind durchaus Staaten, wo wir sozusagen das im Auge behalten sollten, die so weit gehen, sie eine Geopolitik der Art und Weise machen, dass sie nicht in den Thermostat drehen. Und ich würde Sie einladen, ich habe mich nicht getraut, hier Videos einzublenden, weil dann heißt es, da kommt hierher und zeigt mir diese Videos. Aber schauen Sie sich dann einfach bei Gelegenheit mal an. Ein YouTube-Video, das also Science Communication ist hier sozusagen at its best, wie die Kollegen in Harvard, die Harvard Business, der Student Harvard, da kenne ich es. Also sozusagen, ich meine, in unserem Bereich sitzt nicht die schlechteste Adresse. Wenn sozusagen seiner Kennedy School und den geschafft hat, der gehört schon zu den Großen. Die haben ein ganzes Programm dazu aufgebaut, wo sie sozusagen versuchen, das ganz stark zu forcieren. Die größte Angst, ich habe mal mit dem Chef und denen die Chance gehabt, meine Mittagessen zusammen zu essen. Da war gerade Trump gewählt, das war 2017, dass Trump an der Tür kommt und sagt, ich glaube diesen ganzen Klimawandel-Scheiß nicht, aber ihr habt doch gerade irgendwas, was uns dann ändert. Also die haben sozusagen auch extrem Angst, sozusagen die Politik ihnen dann ihre Haltgaben und Dinge aus der Hand nimmt. Das wäre nicht das allererste Mal. Einstein war am Schluss nicht froh, was mit seinen Ideen zu erfolgen passierte. Also insofern sollten wir eine gewisse Vorsicht haben, was wir jetzt hier im Blick behalten, wie weit uns potenziell unsere Hybris bringen. Für die Debatte, sagen wir über Extraktivismus, aber die zweite Art und Weise, wie wir eingreifen, spannender. Das ist schlicht und einfach, wie wir CO2 nicht dadurch, nicht unbedingt vermindern, sondern wie wir den Wärmehaushalt der Erde sozusagen
anders steuern, sondern wie wir CO2 aus der Luft nehmen. Also da haben wir jetzt einfach ein bisschen zu viel drin. Wir sind alle, wir waren also vor der Revolution, bei Industrieller Revolution bei 250 Parts per Million. Setzen Sie Parts per Million an. Und jetzt sind wir bei 420. Also sind wir noch 420 und 1 Million. Trotzdem macht das so einen Unterschied, dass wir jetzt schon 1,2 Grad wärmer sind. Bei 420 von einer Million, aber der Unterschied ist da, der ist sozusagen wissenschaftlich belegt, dann können wir ja vielleicht auch ein paar dieser Teilchen wieder rausnehmen. Also vielleicht wieder so auf 350 kommen. 350 wäre in jedem Fall 1,5 Grad Korridor. Also, wenn wir doch versuchen, CO2 in der sozusagen zu verdecken, Flüssen, Entschuldigung, oder den Meer, in alten Gasspeichern oder eben, jetzt entspannt, in Bäumen. Und die Idee an sich ist super. Und das ist sozusagen das, wo ich jeden von Ihnen mit Extraktivismus auseinandersetze. Ich glaube, es gibt zu wenig ihrerseits die Bemühungen, senken negative Emissionen, Bäume sozusagen mit in ihre Diskussion aufzunehmen. Ich glaube, das ist einer der heißesten Rohstoffe, die wir in Zukunft haben werden. Warum? Bäume sind so, also schauen immer schön aus, haben tolles Holz, es ist irgendwie so ein Wohlfühlfaktor. Sind ja jetzt hier sozusagen bei Wind und so entspannt, Bäume sind entspannt ja eh voll. Sie sind also einfach auch dafür, was ihre Art und Weise angeht, wie sie CO2 speichern. Dann sind wir ganz links, sozusagen der Regenwald, und dann geht es bloß sozusagen, dass da 471 Gigatonnen, das wird eben so nicht viel sagen, aber sozusagen das Unterschied, dass im tropischen Regenwald mehr CO2 gespeichert ist, wie alle fossilen Energie, wie in alle Verbrennungen, die wir im Bereich fossiler Energieträger in den letzten 250 Jahren verursacht haben. Also wir haben ja schon seit der Industriellen Revolution so ein paar Gigatonnen daraus gehabt. Aber allein das, was in Amazonien, in Kongo und in Indonesien, in den drei großen verbleibenden Regenwäldern ist, noch an CO2-Strecke, ist genauso wie. Problem ist, wir sind dabei, das rapide zu vermindern und extrem viel CO2 freizusetzen. Um es auf den Punkt zu bringen, wir würden es verbrennen und abholzen von tropischen Regenwald, wo wir ungefähr 12 bis 17, je nachdem, was Sie einrechnen, Prozent der globalen Emissionen hervorrufen. Das ist so viel wie der gesamte Verkehr. Also sozusagen alle Fliege, alle Schiffe, alle Autos, all das zählen wir zusammen. Und dann sozusagen über den Wald. Und das ist Vernichtung, vor allem im globalen Süden, verbraucht man genauso. Das ist sozusagen die eine negative Perspektive. Jetzt können wir jetzt sagen, gut, hören wir endlich auf mit dieser Entwaldung, brauchen halt keinen Teilnehmer mehr aus Indonesien. Wir schauen jetzt in Lula, haben wir in Brasilien sozusagen jemanden, der vielleicht eine andere aus dem Extraktivismus betreiben wird, weil eben keine mehr auf Kosten des Amazonas gehen werden. Und dann können wir vielleicht auch einfach nur stark auffassen. Und sagen jetzt hier nochmal so ein IPCC, Intergovernmental Panel on Climate Change, sagen so eine spannende Projektion, die sagen halt einfach, wenn wir können doch schlicht und einfach, wenn wir 1,5 Grad irgendwie erreichen wollen, das war 2018, haben die dafür ein Special Report gemacht, können wir doch einfach mal festlegen, wenn wir so richtig schnell unter Technologie sind, wie viel können wir dann CO2 mindern, und wie viel können wir vielleicht wieder aufforsten? Sozusagen wieder gewinnen. Aufforsten ist das Braune und dann kann man sozusagen mal den ganz schlau machen, aufforsten und machen die Forsten auf. Ich tue die Holz sozusagen rausnehmen, ich muss auch ähnlich binden. Sozusagen Holzkohle machen, ich verbrenne die aber nicht, sondern auch gut lesen. Das ist banal zu machen. Das ist das Geld. Technisch nicht weiter schwierig. Jetzt schauen wir sozusagen, wie groß diese Flächen teilweise sind. Das ist sozusagen, dass wir irgendwann so ab 2050 richtig viel Platz brauchen, Land brauchen, um diese Art von Ausrüstung in ihren verschiedenen Emissionen durchführen zu können. Letzte Woche auf der Klimakonferenz mit einem Bericht vorgestellt, da hieß jetzt nicht die Mission Get Report, sondern Land Get Report. Also einfach mal geschaut, wie viel Land brauchen wir denn eigentlich für all die Pläne, die dann in unserem Leben starten. 197 Mitglieder der Klimarahmenkonvention, alle 196 Mitglieder aus der EU und all die müssen jedes, wir haben jetzt Besprechungen abgeliefert, wie viel sie denn tatsächlich reduzieren. Wir haben das im Rahmen der EU gemacht,
Wenn Sie alle dazu sagen, es gibt so verschiedene nationally determined contributions, national festgelegte Beiträge, jeder Staat oder die EU festlegt, bis 2030, da die Vorgabe zu und integrieren, vor allem in denen des globalen Süds, steht eben drin, also wir werden auch schon ein bisschen aufbauen, weil die Bäume haben wir ja gerade gesehen, ja, die sind echt super. Die eine Hälfte ist sozusagen Aufbauprogramm, sozusagen auch Gebiete, wo der Waldesplatz im schlechten Zustand ist, dann bin ich vermessen. Kennen wir ja auch aus dem deutschen Fonds und schaut man nicht mit etc. etc. Die Fläche, die wir dabei brauchen, haben die Kolleginnen einfach mal zusammengezählt. Kann man war ein bisschen schwierig, methodisch, aber haben habe ich ganz gut hinbekommen. Wir sind bei 1200 Millionen Hektar. Und wenn Sie jetzt fragen, wie ist denn das? Hier ist die Antwort. Es ist viermal die Fläche Indiens. Und ich bringe es mal noch auf den Punkt. Wir haben uns mit Kindern versprochen, dass wir den 1,52 Grad das kriegen wir schon hin. Wir finden einfach, neben dem, dass wir CO2 nicht mehr ausrüsten, weil wir ja ganz viel erneuerbare zu denen kommen, ja, wir tun auch noch viermal die Fläche mit Pflanzen und machen Wald aus. Oder einmal die Fläche, die wir so haben. Das ist ungefähr auch die Fläche, die wir an landwirtschaftlicher Nutzung verwendet haben. Das weiß ich nicht, wie es Ihnen geht. Aber die meisten, die sich das anschauen wollen, haben keine Firma Indiens. Die haben wir nicht. Sollte einmal Indien, das bringen wir wahrscheinlich an irgendwelche zusammen. In Zürich gibt es einen Kollegen, der macht tausende von Berechnungen, beide Satelliten wird aus und so. Der behauptet, dass auch zweimal Indien kommt, das schon, muss man ein bisschen vorsichtig sein, auch der Landstreifen, alles, was in degraded land, sagen nur so ein bisschen Savanne ist und so weiter, das bringen wir schon hin. Viermal Indien. Indien ist ganz spannend. Indien ist das Land, was es geschafft hat, im globalen Süden 25% seiner Fläche tatsächlich als Wald zu erhalten, der qualitativ nur schlechter wird. Aber seit der Unabhängigkeit, der wahnsinnig wachsenden Bevölkerung, haben die mit wahnsinnig politischen Mitteln, wirklich viel politisches Engagement, das geschafft, dass sie eben nicht wie in den anderen Staaten im Waldrecht immer stärker zurückging. Und jetzt behaupten wir, versprechen das auch morgen unseren Kindern über diese nationalen Kontributionen, dass wir viermal Indien bepflanzen. Jetzt verarschen wir auf Deutsch und sozusagen das Radier mit Land und Zinken. Das ist, glaube ich, sozusagen ein geopolitischer Konflikt, der hochprogrammiert ist, wie wir Land nutzen werden. Und hier sozusagen durchaus in so einer gewissen Art und Weise die von der territorialen Geopolitik Verständnis auch aufbaut. Es wird sozusagen Konkurrenz um den Wert von Land geben, nutzen wir ihn als Maisfeld. Bioethanol nutzen wir das sozusagen als Weizenfeld, Rissefeld, um eine Bevölkerung zu ernähren, oder nutzen wir es, um Bäume zu pflanzen, um auf Dauer sozusagen die CO2-Menge zu verringern. Diese Konflikte werden immer stärker kommen. Ich glaube, das ist etwas, wo der Extraktivismus sozusagen diese Ideen anschließen können. Wenn Sie glauben, ja, aber wir in Deutschland nicht, gibt durchaus dieses Jahr gestartet, verschiedenste Programme, auch das BMWF. Ich glaube, die Kolleginnen sind jetzt alle ihre Verantwortung auch sehr bewusst und können auch sehr, sehr kritisch denken. Aber wir sind ja sozusagen auch mit einer der Vorreiter, wir nennen es dann Carbon Dioxide Renewable, CO2-Entnahmetouren, das Projekt, die ja aufgelegt wurden, die sich auch letzte Woche jetzt auf der Klimakonferenz vorgestellt haben. Tolle Forschung, aber ich glaube, Engagement und drittes Sozialwissenschaftlerinnen braucht es ja auch, um eben immer mal wieder auf den Finger in die Wunde zu legen, zu sagen, Leute, seid ihr schlecht, aber was ihr da redet, Thema Dinge haben wir jetzt gerade nicht. Und dann sind wir doch zumindest ehrlich, wir haben entweder diese Konflikte oder wir müssen eben doch sagen, dass wir ganz andere Methoden finden müssen. Gut, soviel zu den negativen Emissionen. Wenn Sie jetzt keine Fragen haben, dann wie gesagt, habe ich das nicht, dass ich schwinde, weil das jetzt sozusagen da alles komplett klar geklungen ist. Das würde mich noch sehr verwundern. Das ist ja nicht so, wie viele von Ihnen wahrscheinlich ja schon eine Diskussion, die wahrscheinlich noch nicht so bei Ihnen wo Sie vielleicht noch nicht so Berührung hatten. Vielleicht sehen Sie Dinge auch ganz anders, wenn ich jetzt hier schon ins ein oder andere Mal in das kritische Büro ein bin. Vielleicht sehen Sie es noch nicht schlimmer. Das so ganz thematik einfassend, aber es gibt ja darüber, zwei
Also da wird prognostiziert, dass es so 11 Milliarden Menschen innerhalb der nächsten Hälfte des kommen. Und es wird nicht besser kommen. Ehemaligen Kinder, welche von uns alleine brauchen, die Wälder anders bauen, dann das heute schon dann frage ich mich, wie es am leisten können, jenseits der 8 Milliarden hier zu wachsen als Wälder. Also ich glaube, ich bin mit einem sehr fairen Punkt, der ist einer, den ich jetzt hier in der Diskussion vertiefen würde, weil er sozusagen nicht unbedingt etwas mit geopolitischen Fragen stellt, sondern der natürlich sagen, auf der Tagesordnung steht. Und wir haben schon lange 8 Milliarden, seit Dienstag sind wir das ja ganz schnell, wir haben das festgestellt, wir können uns gratulieren. 10,4 Milliarden Vorhersage für das Ende des Jahrhunderts und ich glaube sozusagen, drunter wird es gehen, also 10 Milliarden werden wir auf jeden Fall werden. Es gibt ja viele Diskussionen, Daten zu regulieren. Ich glaube, hier findet auch immer schon ein normaler statt. Wir alle kennen die Akteure, die sozusagen noch am wenigsten hier mitgehen. Aber hier braucht es den politischen Druck, der auch langsam kommt. Vorsichtig sollte man aber auch sein, wenn man schlicht und einfach glaubt, ich hatte ja vorhin sozusagen einfach mal auf Ebene der Länder gezeigt, aus ganz böse gesehen, die klimapolitische Perspektive, Milliarden komplett irrelevant. Richtig, aber die Menschen brauchen ja auch Platz. Also, es geht ja darum, dass die Wälder den Platz bekommen. Die Menschen heute schon so verdichtet werden, dass man sich da verändern kann. Bevor man um den Platz zu ganz abgesehen von den Emissionen, die dann auch noch machen wollen. Lass uns vielleicht einfach mal so stehen. Ich glaube, die Problematik ist deutlich. Hallo, das ist auch ein krasses Institut. Und ich hätte eine Frage, die wahrscheinlich ein bisschen im Rahmen stand, weil ich gesagt habe, die Frau auch in den Runden. Ich frage mich so ein bisschen, wo Sie in dem Thema auch sehen, im Thema negativen Emissionen, eine große Transformation zu dem Teil. Also diese negativen Emissionen sind für mich ein bisschen was anderes als Geoengineering, aber die sind ja zum einen extrem teuer. Ja, also Bioenergy und Carbon Capture Storage zum Beispiel oft noch sehr unausgefallen, nicht auf der Skala verfügbar und beziehbar ist. Fast alle Szenarien dauert, dass die eben erfolgreich zur Anwendung machen werden können. Fast das Einzige, was wir an Optionen haben, ist die Aufforstung. Die soll im größten Teil im Süden stattfinden, dort zu über 50% aus Forstplantagen kommen und eben nicht nachhaltig Wälder, Landbausystem und so weiter. Das sind die Probleme, die irgendwie vorprogrammiert. Und was ich hier eigentlich fragen will, ist, dass wir diesmal tatsächlich eine Transformation, weil es sehr negativ ist. So eine Diskussion macht eigentlich genau dasselbe. Der ganze Extraktivismus vorher nur umgekehrt. Aber die Idee, wir pumpen das CO2 in die Atmosphäre rein, jetzt pumpen wir es wieder raus und dann haben wir es zumindest vor. Wir kommen an exakt denselben Punkt, welches Naturverständnis, indem wir eben Sourcing-Dynamiken so nutzen, so einzeln, instrumentell einsetzen können. Das instrumentelle Naturverständnis. Und wenn uns das gelingt, dann hätten wir auf der Welt die Möglichkeit, an einem Klimaregler zu bilden. Die Frage ist, wer lebt an dem? Und ich sehe da ehrlich gesagt, also da sind Sie vielleicht aber ganz meiner Meinung, überhaupt keine Transformation, sondern eigentlich nur die Invertierung des Prozesses, den wir nicht haben. Ja, vielen Dank für die Frage. Also, das war sozusagen das, was wir für den Schluss der Kopf auch geben wollen. Wie bringt das mal mit der großen Transformation zusammen? Und tatsächlich eben Polanis Punkt mit der Landnutzung, mit dem anderen Denken, dann, das ist ja genau jetzt sozusagen die Frage. Ich bin ganz bei Ihnen, wenn wir sozusagen es nur rein als Sektenfunktion sehen, dann ist es vielleicht so ein Rädchen weitergeht, dann kriegt man nochmal einen neuen Wert, es wird nochmal kompliziert, aber es ist nicht wirklich ein Paradigmenwechsel. Und das ist eben genau das, was uns gelingen muss.
dass wir sozusagen nicht nur das Rädchen 1 weiterdrehen und die Senkenfunktion ist belastet, eben insbesondere für das Weiterdrehen, sondern auch ein ganz anderes Verständnis auch erarbeiten, was hat denn eigentlich Heilplanung auch tatsächlich nicht nur zu nutzen, sondern zu erhalten und potenziell aufzubauen. Und dann, wenn es nur 50% der Planung ist, das würde ich ja sofort unterschreiben. Bei 50% wäre ich erhoben. Ich fürchte, der Ehre geht in 80%. Wenn wir sozusagen, ich meine, wenn man da schon mal eine Wohnung aber ich glaube, grundsätzlich sozusagen sind wir auf der gleichen Ebene, dass diese Transformation nur so ein kleines Weiterdrehen, sozusagen schon mal ein neues Verständnis, was der Plan bekommt. Es wird auch immer noch ein Gegenreicher, aber es ist noch nicht da, wo wir dann müssen. So kann es die Transformation sozusagen entgegenholen, den kolianischen Weg auch mal die Einleitung in ein neues Werteverständnis. Ja, ich bin auch Studierende in der Politikwissenschaft und auch gerade bei dem Seminar zur nachhaltigen Investition. Wie wir, glaube ich, alle wissen, ist Wirtschaft ein sehr, sehr stark und in ihren Entscheidungen um Transformation, globale Wirtschaft, also globale Transformation, halt am stärksten und auch der Part, der am meisten zu sagen hat. Wenn es aber um Nachhaltigkeit geht, ist doch die Frage, ob man nicht die Ursachen betrachten muss. Also warum wird immer noch nebenbei abgeholzt und anstelle von neue Wälder zu erbauen, ist halt dieser Nebenwald eben noch haben zu schützen und eben nicht für Soja, für Sojaplantagen zu ersetzen. Also quasi, wie bringt man diese Untergrabung in die Wirtschaft rein, dass man quasi nicht nur Symptome mitbildet, die wir dann haben, sondern dass wir wirklich gucken, wie ist unsere Wirtschaft eigentlich global? Und die Wirtschaft folgt ja der Logik des Wachstums, des ständigen, ich glaube, Sie wissen alle, was ich meine, wie kann da so eine andere Logik vielleicht auch entstehen? Nachhaltig ist, die trotzdem noch wirtschaftlich ist, sodass wir alle irgendwie noch weiterleben können. Also es ist doch eigentlich die Frage, wie man die Wirtschaft verändert. Absolut. Wobei ich eine Differenzierung vornehmen würde und eine doppelte Antwort. Die Differenzierung ist so, es ist nicht die Wirtschaft, sondern es sind wir. Es ist unser Verhalten. Also klar, es gibt Produzenten von Palmöl, aber es sind wir, die die Maßregel verschlingen oder ihre Fertigprodukte hinkriegen, wenn das Palmöl drin ist. Es ist sozusagen schon unser Lebensstil. Und wollen wir eigentlich gar nicht. Also ich glaube, wir alle brauchen gar kein Palmöl. Also ja, ich bin nicht so sicher, sozusagen, ob wir es nicht brauchen. Sie haben keine Pflanze, die mit weniger Wasser auf weniger Fläche mehr Energie in einer Ölform zusammenbringt, also alles, was Richtung Kokos und so weiter geht, bräuchten, ich glaube, das bin ich jetzt auch sozusagen außerhalb meiner Komfortzone. Ich glaube, mindestens den Faktor 10, 20, 30, wenn wir das über Kokosöl, Sonnenöl, Rapsöl etc. machen wollen, bräuchten 30, 40 mal so viel an. Also das ist schon sozusagen schon, das ist eine tolle Pflanze. Und sozusagen auch vorsichtig, ich bin sehr kritisch, wenn wir sehr schnell zu Importstopps von Sojaöl etc. für Palmöl aufrufen. In Indonesien haben wir im Moment Ansätze dazu, dass die immer noch im Land sehr starke Armut zurückgeht. Und warum geht sie zurück? Zum Teil, zumindest in den ländlichen Gebieten, weil diese Leute teils geduldet, teils schlicht und einfach illegal das Land sich nehmen und Palmöl anbauen. In Indonesien ist es nicht mehr die chinesische, französische oder amerikanische Großkanzlei, die für die Entwaldung verantwortlich sind. Das hat die indonesische Regierung teilweise mit internationalen Hilfen stärker durch eigene Anstrengungen geschafft, Staaten zu reduzieren. Zwischen ist sozusagen der Kleinaufbau. Das ist sozusagen die größte Armutsreduzierung Südostasiens, wo wir sozusagen jetzt auch vor einer Wahl stehen. Was ist uns jetzt eigentlich wichtiger? Dass die Menschen noch irgendwas haben? Oder sozusagen, dass das niemand kennt? Also das, sozusagen, das sind keine leichten Entscheidungen. Jetzt haben wir aber richtigerweise danach gefragt, was machen wir denn eigentlich? Ich glaube, es gibt zwei Möglichkeiten. Das eine, da würde ich sagen, sind wir auf dem guten Weg, aber ich glaube, dass wir jetzt nicht aufhalten, dass wir ändern unsere persönlichen Verhaltensweisen, weil das wird nicht in die Wirtschaft sehen, das wird immer den Wahlraum wollen.
Und das sehen wir, sagen wir mal, mit Fridays for Future, auch mit der Love Generation und so weiter, dass gerade eben jetzt ihre Altersgruppe der Jünger sozusagen hier gar nichts gut denken. Auch da sozusagen sind wir immer noch zu verantwortlich, gerade komplett, wenn wir erfolgreich sind, sozusagen die Bevölkerung, weil es ist ja schon was, es ist schon mehr, als wir vor 10, 20 Jahren noch von 10% waren. Also da ist sozusagen in der Jugendbewegung schon sehr viel Hoffnung. Und das ist ja auch was, was jetzt nicht nur, wenn man im Bereich im Norden ist, wir haben auch beide verschiedene Schäden etc. Also da ist sozusagen, ich glaube, dass wir allein nicht ausreichen. Ich glaube, das ist ein Zuhause, die Einzelnen auch. Ich glaube, das ist auch eine Überforderung, die man so macht. Und man ist dann halt kein Fleisch mehr und kriegt das schon hin. Ich glaube, dann machen wir Leitungssysteme so leicht, wenn wir es einfach sozusagen auf ihren Schultern abliefern, abladen. Deswegen kann ich es noch nicht geil sagen. Das andere ist tatsächlich ein Urwand. Also man muss sozusagen nicht nur bei den Akteuren, sondern mit den Strukturen anfangen. Die haben Sie ja richtigerweise gesagt, die Wirtschaft, sozusagen die wirtschaftlichen Akteure werden immer gewisse Anreize folgen. Es liegt an uns, diese Anreize alles zu gestalten. Das ist ein Schluss zur Politik, ob sie gut oder schlecht gestaltet ist. Ich glaube, hier gibt es eine gute Möglichkeit, umzusteuern. Könnte jetzt eine große Diskussion darüber führen, ob Marktinstrumente dafür hilfreich sind oder nicht. Gehört sozusagen zu liberalen Politik, ich glaube, dass die eine große Rolle spielen. Die Sachen sind der einzige, der aber vielleicht auch etwas muss. Zu den negativen Emissionen oder so, oder zu sagen, mein Versuch, sie auch geopolitisch zu lesen, sind sie damit auch gar nicht einverstanden. Da sagen sie, ich habe irgendwie ein Problem, aber damit geopolitisch. Und sozusagen auch meine Wendung, dass ich das Produkt habe, sozusagen in ihren Extraktivismus. Von nichts mit einzubinden. Vielleicht sagen sie, ja, bei mir würde ich sagen, das muss man sprechen, wenn wir schon von was anderem. Oder sie wollen alle zu erneuerbaren Energien dann erst richtig diskutieren. Dann mache ich einfach mal weiter. Also, wie gesagt, sie stoppen mich und sie sagen, wir werden im Chat irgendwie sich jemand melden muss. Gut, dann sozusagen ein zweiter Schnitt sozusagen Richtung erneuerbare Energien. Und hier sozusagen den Guzzini nochmal aufgreifen, das Geography. Also ist schon irgendwie klar, erneuerbare Energien haben was mit Geothermie zu tun. Wo kein Wasser, da kein Windkraftwerk, wo kein Wind. Da wird es ein bisschen mit dem Windkraftwerk schwierig. Aber dass das sozusagen allein determiniert ist, wäre schon ein bisschen komisch, dass dann gerade in Deutschland sozusagen einer der Frontrunner war, bis zu einem gewissen Grad ist, warum. Richtig windig ist es bei uns jetzt nicht. Ich kenne jetzt den Sonnenstand in Kassel nicht, aber auch Sie werden auf vielen Grafen Einfamilienhäusern solche Solarpanel haben. Die sind dann nicht, weil da die ganze Mutter mir scheint, sondern schlicht und einfach, weil das ökonomisch rentiert hat. Mein Vater hat da einige ökonomische Entscheidungen getroffen, zwei Dinge aus dem Haus zu bauen. Das, glaube ich, kennen wir viele Leute. Das ist sozusagen eine Ökonomie, die hier erfolgreich ist. Das ist so teuer. Wir sind sozusagen, wenn wir es einfach mal umrechnen, wie viel haben wir dann eigentlich bezahlt, um eine Tonne CO2 zu reduzieren, rauszunehmen über sozusagen das erneuerbare Energiengesetz, was ja hier dahinter steht, sind wir bei mindestens 600 Euro pro Tonne. Der CO2-Preis war vor 10 Jahren bei 6 Euro, ist inzwischen bei 100, wir sind inzwischen im 5. Bereich, aber es ist immer noch so, dass die Subventionierung von erneuerbaren Energien, wir es wegmal so viel Geld reinsteckt haben müssen, für jede Tonne CO2, die wir ausgenommen haben, wie wir das über andere Mechanismen uns gelingen. Alles ist eine erfolgreiche, ich würde sagen, es war jeder selber schwer, aber nicht ganz billige Art und Weise, wie man versucht, eine große Transformation auf der Ebene der Energie anzugehen. Und da sind wir uns einig, reine Geografie kommt nicht. Aber natürlich spielt Geografie auch auf der harten geopolitischen Ebene. Da bringe ich jetzt nur ein paar Beispiele, mal so deutlich zu machen. Also Hydrokraftwerke, das haben wir jetzt in der Ukraine gesehen, sozusagen, wo es nicht ganz klar war, die Russen jetzt einfallen, im Staudamm westlich von Kherson angeklagt oder nicht. Oder hier haben sie den Staudamm von Mosul, wo der Islamische Staat gedroht hat, ihn zu sprengen und wo es Tausende, Hunderttausende in den Delta gegeben hätte, wenn das umgesetzt ist. Also da sehen wir sozusagen jetzt auch wirklich eine knallharte geopolitische Auseinandersetzung, teilweise auch, der hat immer mal wieder gedroht, der islamische Staat, dass er in Marokko und anderen Staaten Solarinstallationen in die Luft sprengen würde, und wie das eben auch andere terroristische Gruppen mit den Öl, Kleingeist etc. tut.
Das davor sind sozusagen Neuerer nicht gefeit. Im Bereich von Damage ist natürlich eine besondere Gefahr. Insgesamt, aus einer klassischen, der harten sicherheitspolitischen Perspektive, können wir sagen, alles ist schlimm, weil schlicht und einfach die Erneuerbaren insgesamt so resilient sind, sprich so adaptionsfähig gegenüber externen Schock, dass sie am Schluss sozusagen der Widerstandsfähige sind, wie alle Infrastrukturen, die wir im Bereich der fossilen Energie haben. Also sie können mit Solarwald schon immer so ein bisschen reden, aber es ist grundsätzlich zu sagen über Neubau und externe Doppelung etc. sehr, sehr schnell und bedeuten weniger anfällig gegenüber terroristischen Attacken als andere klassische Infrastrukturen. Ein Bereich, der wenig Aufmerksamkeit erhält, aber sozusagen für uns wichtig wird, gerade in Europa, ist, wie machen wir das denn eigentlich mit dem Lagern von Energie, also das große Thema Storage? Wir haben in unseren Planungen immer die große Hoffnung, die Norweger bauen ganz viele solche Staudämme und haben gesehen, die sind dann unsere Batterie. Das hören wir tatsächlich noch bei verschiedenen sozusagen Gesprächen und Reden unserer verschiedenen Minister. Das kriegen wir dann hin. Wir haben dann genug. Ja. Sie sind da dran. Ja, funktioniert hier dann. Dankeschön. Also da könnte man doch sozusagen in Norwegen zur Batterie Europas passen. Norwegen ist da ganz gut Lust drauf hat. Das glaube ich auch noch ein bisschen abzuwarten. Also auch da sozusagen stellen sich neue geopolitische Fragen, sozusagen, wo sozusagen wir denn tatsächlich riesigen Lagen, die wir brauchen, sozusagen alle möglichen neuen Technologien tatsächlich gebaut haben. Spannend ist, ich gehe nicht zu viel auf die Europäische Union und Deutschland ein, wenn ich da nicht so viel verstanden habe. Ja, weder Verständnis noch Kenntnis habe, aber ich finde es spannend, dass man sozusagen das Narrativ geschaffen hat, dass man in Europa noch gemeinsam diese große Transformation schaffen möchte. Wenn Sie sich mal anschauen, wie zumindest ein Großteil gerade der Stromleitungen in Deutschland verlegt werden, dann kennen Sie alle so ein bisschen die ganzen Nord-Süd-Geschichten. Ost-West, war da was? Kaum. Also, dass wir jetzt sozusagen auch so ein bisschen ein Problem haben, liegt zum großen Teil schlicht und einfach auch daran, dass wir diese Ost-West-Ausrichtung komplett vernachlässigt haben. Ich habe es nur ein bisschen leiser gemacht, aber es ist. Okay. Schlicht und einfach außen vor gelassen haben, weil wir sehr national gedacht haben. Also sozusagen, wir nehmen die Geografie in einem noch nach wie vor sehr nationalen Kontext wahr, wenn es um die Energieunion geht. Und dann, und das sozusagen ist das, wo wir am nächsten an wahrscheinlich dem klassischen Extraktivismus dran sind, natürlich brauchen diese erneuerbaren Energien eine Unzahl verschiedenster Metalle, Elemente, die teilweise unter kritischen Materialien verhandelt werden, die teilweise sozusagen dann schon etwas jurativer als Konfliktstoffe oder kritische Stoffe angesehen werden. Methan, solche Bereiche, die wir jetzt nicht unbedingt so stark für die Erneuerbaren brauchen, aber Lithium, Neodym für die Lithium für Batterien, Neodym für die Windräder. Eine gewisse Vorsicht sozusagen hier gegen der teilweise sehr, würde schon beinahe sagen, apokalyptischen Ansicht hat, dass sozusagen dieser 500-fache neue Bedarf, den wir in Neodym haben, da hat, kann uns China komplett an den Gurgel. Ja, also wir haben, wenn dann eine gewisse Abhängigkeit von China, da haben wir sozusagen wirklich geballtes Nachfrage auf unserer Seite, gerade Batterieproduktion, gerade auf Seiten vieler verschiedener Technologien der Erneuerbaren. Aber wir haben gleichzeitig sozusagen durchaus viele Substitutionsmöglichkeiten, viele Möglichkeiten des Recyclings gerade losgehen. Also ich bin da sozusagen relativ positiv, dass wir uns hier bis zu einem gewissen Grad, auch sagen wir mal aus geopolitischen Abhängigkeiten, bis zu einem gewissen Grad herausarbeiten können und sozusagen diese komplette Abhängigkeit und damit auch diese komplette Ausbeutung des globalen Lebens, die ja sozusagen über diese imperiale Lebensweise in diesem Bereich auch immer wieder hineininterpretiert wird, die, glaube ich, wird nicht so tragisch ausfallen, wie sie hier und da beschrieben wird.
Ich habe das, den Aufsatz, wie gesagt, einer der beiden, den ich zur Verfügung gestellt habe, hier sozusagen einfach einmal versucht zusammenzufassen und das sozusagen schlicht und einfach Geopolitik Russland. Also was sozusagen, wenn man das mal aufnimmt mit materiellen Eingang, was man sozusagen braucht, wenn man dann mal schaut, wie ist es mit den Installationen, wie weit müssen wir diese Möglichkeit des Lagerns in Betracht setzen oder sozusagen, welche Rolle spielen dann eben auch Transmissionen, eben jetzt Nord-Süd oder Ost-West ausrichten oder eben dann vielleicht doch irgendwann tatsächlich ein High-Voltage-Viewing wird und wie weit sozusagen gibt es da einen klassischen Wettbewerb oder sozusagen tatsächlich interne Konfliktherde, Möglichkeiten für terroristische Attacken oder tatsächlich Interessen. Und da sehen Sie sozusagen, wenn wir ganz nach rechts wandern, dass zumindest meine Interpretation, oder das ist zumindest vor 2 Jahren, als ich das geschrieben habe, war das sozusagen schon auf der Stand der Literatur, also dass wir sozusagen zwischenstaatliche Kriege hineinrutschen, aufgrund dieser großen Transformation, die wir im Energiebereich machen. Das ist, glaube ich, doomsday, das man nicht wissen. Ich glaube, da gibt es keine Anhaltspunkte, dass wir in einen Neolithenkrieg hineinkommen oder wegen YouTube anfangen, uns in die Köpfe einzuschlagen. Ich glaube, das ist etwas, was so nicht passiert. Ich glaube auch, das hatte ich auch schon angedeutet, dass es bezüglich terroristischen Gefährdungen, das ist nicht schlimmer, als wir fusieren, sondern im Gegenteil sehr viel weniger anfällig. Wo wir aufpassen müssen, ist Internal Conflict und dann eben der Bereich der menschlichen Sicherheit. Hier haben wir viele Bereiche, wo wir, glaube ich, genau das Augenmerk drauf werfen müssen, weil eben hier sowohl bei der gerade auf der Installationsseite, aber eben auch, wenn wir schauen, wo diese Rohstoffe zum Teil abgebaut werden, viele negative Externalitäten stehen. Spannend, habe ich jetzt aber sozusagen mal als Schlagwort, ist sozusagen Wasserstoff. Das sozusagen, glaube ich, das nächste geopolitische Kapitel ist. Wenn Sie sich da interessieren, die Stiftung Wissenschaft und Politik hat angefangen, in Berlin, gerade der vielleicht am nächsten an der Regierung angesiedelte Think Tank, den wir in Deutschland haben, sozusagen sich mit geopolitischen Auseinandersetzungen oder geopolitischen potenziellen Konflikten und Folgen eines Wasserstoffausbaus zu beschäftigen. Die wird sehr stark betont, dass es doch eigentlich eine Möglichkeit gewesen wäre, wie wir Russland sozusagen eine Zukunft über 2050 hätten anbieten können, dass sozusagen langsam wachsend das dortige Erdgas immer stärker mit grünem Wasserstoff oder vielleicht am Anfang mit grauem Wasserstoff gemischt wird, wenn wir die Pipelines aus Russland nutzen, das tatsächlich ein relativ hohes Potenzial für Windenergie hat. Und sozusagen hier langsam zu einem Wandel der russischen Energieexporte kommen, dass Russland dieses Angebot nicht sehr ernst angesehen hat, das ist völlig klar. Die haben sozusagen ein Pflicht und einfach als völlig lächerlich angesehen. Durchaus, und das würde ich sagen, ist etwas, was uns momentan so halbwegs gelingt, ist in den Vereinigten Arabischen Emiraten, sozusagen hier eine neue Möglichkeit zu schaffen, auch Marokko, auch Senegal. Da wollen wir jetzt noch ein Gasfeld aufbauen, das ist, glaube ich, nicht die schlauste Idee, aber sozusagen, dass wir hier, wie auch in den Staaten, zu denen wir von Ihnen hier arbeiten, auch anfangen, sozusagen Partnerschaften für Wasserstoff aufzubauen, die sozusagen schon auf so einer klassisch geopolitischen Logik wollen. Ich mache diesen Teil noch fertig, dann können wir hier kurz diskutieren und sozusagen würde einfach einmal mehr diese kritische Perspektive einnehmen. Noch mal so ein bisschen auf Identitätsfragen eingehen, um auch noch mal deutlich zu machen, dass wir wirklich kritisch aufpassen sollten, wenn wir über neue Energien sprechen, nicht in diese Hybris zu verfallen. Ganz oft, wenn Sie sozusagen über Hochkantenbroschüren von Firmen, auch von Staaten, Ministerien oder sozusagen einfach auch von NGOs durchschauen, sehen Sie Bilder wie diese hier. Die Welt ist schön. Die sozusagen keine Verschmutzung. Alles wunderbar, aber diese Ikonografie hat sozusagen keine Menschen mehr. Sie sehen ganz selten sozusagen, also der Mensch ist noch der wie man Kapuzin die Welt sozusagen hält und beschützt, aber sozusagen sonst sehen sie niemanden oder komplett konfliktfrei. Auch hier lügen wir uns eben bis zu einem gewissen Grad in die Tasche und sozusagen die gesamte Ikonografie der Erneuerung. Ich hoffe immer, dass ich im Masterstudium finde, der das sozusagen mal genau, diese ganze Bildsprache, die wir uns hier machen. Ich glaube, das können wir ein Stück begleiten, indem wir sozusagen vor 20, 30 Jahren das Bild von einer nuklearen Welt uns vorgestellt haben, in der positiven Art und Weise, dass nukleare Energie uns doch sozusagen ein neues Paradies führt. So ein bisschen machen wir das hier auch.
kurz sozusagen auf aktuelle Aspekte einzugehen. Es gab schon einige, die Böll-Stiftung hatte schon einen schönen Report zur Ukraine-Problematik 2014 bei der Besetzung der Krim durch Russland, was Solarenergie doch die Möglichkeit wäre. Letzte Woche auf der COP hatte die Ukraine einen eigenen Stand, sozusagen aus der Extraktivismus-Perspektive, es war sehr spannend, wir haben in ihrem Stand sozusagen verschiedene Erdschichten sozusagen so behoben, hatten dann gezeigt, wie diese verseucht werden und belastet werden durch den aktuellen Krieg und hatten sozusagen ein Stück Baum mitgebracht, wo Munition drin eingebettet war. Zelensky sozusagen, ich würde jetzt nicht sagen, hat jeden zweiten Tag irgendwas gesagt, aber schon hatte eine gewisse Präsenz. Die hatten auch 30, 40 Leute, die dort waren und sehr, sehr aktiv, zum Beispiel auch die Jugendorganisation. Eine, das war wirklich beeindruckend, die hat der Tränen erzählt, wie weit sie in der Ukraine waren, um sozusagen die ukrainische Regierung haftbar zu machen und zu einem Kurs zu führen, der mehr Richtung Erneuerbare liegt. Ukraine, das kennen wir alles, Land ist sehr stark vom Stahlkohle und immer noch Kraft abhängig ist. Aber da gab es sozusagen durchaus eine sehr aktive Jugendbewegung. Sozusagen, da haben wir uns immer gefragt, was haben Fossile eigentlich angerichtet? Dann ist es dort sehr, sehr deutlich geworden, dass eben ohne die Extraktion der Fossilen in Russland dieser Krieg gar nicht möglich geworden ist. Und dass damit eine große Möglichkeit eines Umbaus, der dort tatsächlich zumindest so langsam Kopf aufgenommen hat, eben komplett zerstört wurde. Das ist sozusagen nochmal geschickt aufgezeigt worden, wie eben auch Narrativ. Und dann nenne ich jetzt aber nur, hätte ich Beispiele, wo wir sozusagen neue Narrative sehen können, wo sozusagen spannende Entwicklungen sind, wenn sie einzelne Länder diskutieren. Ich habe jetzt einfach mal drei ausgesucht, wo ich so ein bisschen eine Ahnung habe. Vielleicht können Sie aber andere das spannender finden. Das Land Lateinamerikas, wenn ich ein bisschen was finden, ist Costa Rica. Dann habe ich Marokko, dann hätte ich, Äthiopien, jetzt hier Marokko. Das wären Beispiele, wo man nochmal aus verschiedenen Perspektiven die Anfänge einer Transformation gerade im Energiebereich auf unterschiedlichen Ebenen diskutieren kann. Haben Sie durchaus mit einer klassischen Demokratie in Nordafrika zu tun. Marokko würden wir jetzt sicherlich so nicht nennen. Und Äthiopien hat mal hier und da Ausflüge Richtung Demokratie gemacht. Alle drei sozusagen spannende Entwicklungen, was Erneuerbare angeht, sozusagen definieren sich durchaus alle eben auch als Frontrunner und es wird auch auf eine Identität durchaus vielleicht, würde ich am stärksten sagen, für den Fall Äthiopien, den ich die ganze Zeit Prügel in Genf, in New York bekomme, weil meine Menschenrechtsbilanz halt doch irgendwie nicht so doll ist. So wie das, glaube ich, jeder von uns auf der individuellen Ebene macht, wenn ich das eine halt nicht so doll kann, versuche ich halt anders zu punkten. Und ich glaube, viele Autokraten dieser Welt fangen an, sozusagen diese ökologische Karte zu spielen. Für Vietnam kann ich das sozusagen auch gut schlappieren. Ich glaube, man kann das in Äthiopien sehen, potenziell auch in Jordanien und Marokko. Dass Autokraten oder eben Königshäuser anfangen, wenn ich ja, wir wissen ja, der LGBT und so, das wäre alles lieber, aber können wir jetzt nicht so, wollen wir nicht so, ist nicht so ein Ding, weil hier sind eigentlich grün. Also da entstehen neue grüne Narrative, die sozusagen von diesen Staaten geprägt werden und die international durchaus auch ein Branding erfolgreiche Art und Weise sind, mit denen wir uns auch umgehen müssen. Wollen wir das denn, dass die Ökologien dieser Welt sich gut anschneiden? Wollen wir das sozusagen auch als Leverage benutzen? Ägypten hat das jetzt sozusagen perfekt versucht, schon beinahe, und versucht es nach dem Vorbild zu machen. Gut, ich habe jetzt noch einmal zwei Minuten einen Schluss, aber jetzt glaube ich, wenn wir mal einen Punkt noch diskutieren könnten, eben speziell über die Erneuerbaren. Und sozusagen, wie gesagt, einmal sehr klassisch geopolitisch, dann aber auch so ein bisschen Richtung Narrative, die entstehen, und mit so einer kritischen Analyse. Was wir da in diesem Antrag haben, und wir müssen dann Gespräch auf den Beinen gekommen. Ja, aber das wären nur noch so 20 Minuten, das heißt, wir haben noch eine Viertelstunde Zeit. Zumindest nicht nach mir ganz aus. Okay. Also, wenn es noch eine, wäre schon, also wäre. Ja, es tut mir leid, dass ich vielleicht zu meinem Thema stand. War sehr spannend. Frag mich immer so ein bisschen, wie gering oder ob es Potenzial hinsichtlich wie Hydrogen oder also Green Hydrogen tatsächlich so gering ist. Aber das wird aus meiner Sicht auch mal ein bisschen altruistisch gesehen, wenn wir Green Hydrogen
Die Idee ist immer, nein, ich brauche eigentlich Wasser, gibt es auf der Welt genug und ich brauche Elektrizität. Wie kann ich das erneuerbare Energien holen? Diese Zentren brauchen eine recht konstante Spannung. Das ist Solar- und Windenergie überall herstellbar. Also geht man dahin, wo die entsprechenden erneuerbaren Substanzen vorhanden sind, das ist zum Beispiel Südpatagonien, Kraft oder die nördliche Atacama. Und so viel Solar brauchen. Das sind als erstes mal Rieseninvestments. Das, ja, da kann man nicht, aber man ohne Landnutzungskonferenz. Ich brauche noch was, ich brauche Wasser. Klar, ich kann mehr Wasser enthalten, muss auch wieder Energie gewinnen. Dann ist ja, es gibt bei Jürgen ja auch ein riesiges Thema, nämlich der Transportsicherheit. Und ich frage mich mal, ob es wirklich. Keine Ahnung, aber ich glaube, ich habe so wenig Konfliktpotenzial, wenn sich irgendwie damit angenommen wird. Rechnung ist, glaube ich, manchmal ein bisschen so einfach. Ich würde sagen, wir fangen an, dass wir sie komplizierter machen. Es gab jetzt ein schönes Papier von der SWP, also der Stiftung Wissenschaft und Politik Berlin, wo die was gemacht haben, was sie so ein Feld machen, wirklich auf die technische Ebene gegangen. Wir spielen ja hauptsächlich Bundestag und Kanzler, ein bisschen eine AA, und haben sich dann einfach mal die Materialität dieser Elektrolyse-Lehre sozusagen auseinandergenommen, wie viel Materialität und wie verschiedene Stoffe da eigentlich drin stecken. Ja, völlig unklar. Und sozusagen eben das gleiche Spiel, das wir teilweise mit dem Erneuerbaren machen, wir da eben sehr viele unterschiedliche Materialien brauchen. Das heißt aber, wenn wir sozusagen unser wichtigster politischer Denkdenker noch anfängt zu überlegen, dann hoffen wir, dass das sozusagen auch in die Politik reinrutscht und wir sozusagen jetzt vor der großen Rollout kommt, wir uns diese Frage stellen. Dann würde ich sagen, hat unser einer schon ein bisschen wissen kann, seine Hausaufgaben gemacht, wenn wir der Politik sozusagen diese Fragen rechtzeitig genug stellen, sie potenziell vielleicht einfach verbinden. Was ich gehört und gelernt habe, bin ich aber kein Experte, ist, dass das mit dem Transport schon handhabbar sein wird und sozusagen aus einer rein klimapolitischen Perspektive ganz ohne Risiken und Großprojekte dann das schlicht einfach nicht schaffen. Also ich glaube, deswegen würde ich am Schluss sagen, es ist eine Idee, es wert einzugehen, ein bisschen im Recht, diese kritischen Fragen angehen. Und es darf eben nicht dazu kommen, dass diese Landnutzungskonflikte am Schluss gewalttätig werden oder sozusagen, dass der Wasser benutzt für die Elektrolyse, aber nicht mehr zur Bewässerung von lokalen Bauern. Das hat aber dann hier, ich habe das dann angesprochen, mit nationalstaatlicher Regulierung. Also sozusagen, das ist, glaube ich, die große Frage, wie legen wir das hin, wenn wir über internationale Mechanismen Klimaschutzinstrumente aufbauen, in Staaten, denen, sagen wir mal, ihre Bevölkerung vielleicht nicht komplett wurscht war, aber sagen wir mal, wo der Grad von Staatlichkeit doch so gering war, dass Dienstleistungen dieses Staates nur selten auf der lokalen Ebene ankamen. Und das, ich habe das für Indonesien und den Waldschutz sozusagen mal beschrieben, vielleicht mit diesen ganzen Waldschutzinstrumenten Schluss das größte Erfolg ist, wenn wir eine neue Form von Bakeling in Indonesien schaffen und tatsächlich sozusagen eine Durchdringung des Staates und Waldregierung in einem Spreeungsverhalten ist. Lubin wäre sozusagen einer der Fall, wo es dringend bräuchte. Hallo, ich habe noch eine weitere Frage und zwar würde ich gerne noch mal Ihre explizite Meinung dazu hören, dass Vorteile des Studenten immer noch die Verantwortung darüber übernommen haben, genau was die verantwortlich gewesen sind, wo er noch sind. Die Entwicklungszusammenarbeit immer so, genau, habe ich ein Wort nicht ganz verstanden? Haben Sie postmodernistische Wende gesagt? Postmodernistisch, okay. Dann, das ist durchaus ein wichtiger Unterschied. Also, dann sage ich mir schlicht und einfach die Industrieländer, inwieweit ihre Verantwortung gerecht werden. Ich glaube, das ist pauschal kaum zu beantworten. Es gibt einige Staaten, die, sagen wir mal, relativ weit gehen, sich diese Verantwortung so langsam zu stellen, wenn sie auch komplett wahrgenommen zu haben. Weil da würde ich schon sagen, die Europäische Union ist zumindest auf dem richtigen Weg. Dass die USA sozusagen noch ganz am Anfang dieses Weges stehen, sind wir uns auch klar. Japan sozusagen ist noch ganz am Anfang des Weges. Kanada ist sozusagen, man schaut, wie viel fossile Energie nutzt.
gar nicht. Und in Australien ist sozusagen auch JPD. Also da ist tatsächlich die EU von allen Staaten, bündelnden Staatengruppen, noch sozusagen der Beste, dass das noch lange nicht gut ist und sozusagen nur sich eine Verantwortlichkeit so langsam stellen, noch nicht wirklich aufnehmen, ist klar. Zwei weitere Bemerkungen dazu kurz. Das eine ist das Freikaufen, das Sie angesprochen haben. Ja, da ist eine gewisse Gefahr dahinter. Ich würde aber mit dem Moment des Freikaufens ungern das Kind mit dem Bade ausschütten, dass alle Ansätze und Marktmechanismen tatsächlich dazu führen könnten, dass wir viel schnell und billig CO2 reduzieren als Freikaufen, abqualifiziert und damit nicht genutzt werden. Das wird teilweise Zeit vergeuden, wie lange wir brauchen, dass wir uns auf irgendwas geeinigt haben, weil wir zu so vielen Dingen so starke Bedenken haben, dass es am Schluss sozusagen ethisch nicht 100% berechnet wird, die komplette Pragmatismus zu verbringen. Aber wenn man sich mal anschaut, wie erfolgreich das EU-TS war, das ein reiner Marktmechanismus ist, wir haben kein Instrument, das zumindest innerhalb demokratischer Staaten funktionierte, also man könnte ja eine China-Politik, in China nehmen, aber das ist ja nichts, was wir wirklich wollen als erfolgreiches CO2-Senkungsinstrument. Das EU-TS könnte man gerne mal ausführlich dann diskutieren, das ist ein extrem erfolgreiches Instrument. Aufzugeben, würde ich nur ungern wollen. Danke. Vielleicht letzte Fragen da draußen. Gut, tut mir leid, wenn ich den Zugang Quatsch habe und die Diskussion abgewürgt habe. Ich mache jetzt auch ganz kurz, wenn doch nochmal eine Frage kommt, wäre das wichtiger, als jetzt hier sozusagen die Folien zu enden. Ich wollte sozusagen einfach nochmal auf den guten Prometheus zurückkommen und sozusagen jetzt auch vielleicht einen hoffnungsvolleren Ausblick geben. Und jetzt gibt es sozusagen zwei Lesarten, es gibt noch viel mehr. Ich beschränke mich jetzt auf zwei, die in der Antike dominant waren. Das eine ist sozusagen nur so ein Fragment, das mit einem alten Tragödiendichter Aeschylus üblich haben, wo der Protagoras sozusagen, Entschuldigung, der Prometheus eine komplett tragische Figur ist. Er gibt uns das Feuer und was passiert? Sozusagen wir Menschen ergeben uns so komplett einer blinden Hoffnung, dass das Leben immer besser wird. Es wird aber immer schlechter. Also sozusagen es schlägt uns mit dieser Göttergabe sozusagen die Pandoras Box plus die Blindheit für das Sehen der wichtigen Zusammenhänge. Also sozusagen die Tragik, die eben auch hier der Tragödiendichter sozusagen über diesen Mythos anbringt. Ich glaube, das ist sozusagen schon eine Warnung, die wir ernst nehmen sollten, dass wir eben uns bewusst sind, dass bei all diesen Transformationsprozessen, in denen wir uns schon langsam beginnen, sicherlich in vielen Bereichen noch nicht weit genug Anfängen beginnen sind, dass wir sozusagen diese Blindheit ablegen und rechtzeitig genug die kritischen Fragen stellen. Das Zweite, und das ist sozusagen die fortgeführende Lesart, ist von Plato, der halt auch einfach kein Tragödiendichter, sondern ein politischer Theoretiker und Denker war, wo sozusagen der gute Prometheus erstmal nur so zuschaut, wie sein Bruder Prometheus anfängt, allen Wesen irgendwie Göttergaben zu geben. Der Löwe kriegt das Herz des Mutigen, der Adler wird irgendwie weise und den Menschen hat der Typ vergessen. Und dann kommt er eben der Prometheus und gibt ihm Waffen und Feuer. Und Zeus schaut sich das alles so an und sieht, boah, was machen denn die Menschen in diesem Frühstadium des Anthropozäns, wo sie Feuer und Waffen bekommen? Sie schlachten sich selber ab und sie schlachten ihre Mitgeschöpfe ab. Also sozusagen ein sehr trauriges Bild des Menschen, weil Prometheus hat sozusagen alles Mögliche zusammengebracht, aber was er uns nicht gegeben hat, und Zeus gibt das dann den Menschen, ist Empathie und Staatskunst. Da kommt halt der gute Plato dann mit rein. Und das ist vielleicht genau das, was wir brauchen, wenn wir sozusagen jetzt über eine große Transformation reden. Ich glaube, Empathie gegenüber Mitmenschen, gegenüber den Menschen im Süden, eben unter den Dingen leiden, manche und weiß, manche sozusagen Begriffe der imperialen Lebensweise erfunden müssen. Also ich glaube, da wird nochmal so eine Schippe drauf an Empathie, auch Loss and Damage Verhandlungen, aktuell, würde nicht schaden, aber ich glaube, sozusagen noch wichtiger, eine gute Staatskunst. Also tatsächlich eben ein politisches Verständnis und dann eben auch ein kluges politisches Handeln. Recht nicht unbedingt im Sinne des Platons, dass es am Schluss der Philosophenkönig ist, aber sozusagen, dass es eben dann doch mehr ist als eine reine Technik, sondern eben ein gutes Verständnis der Streits und des Konflikts und Politik. Wir, glaube ich, können geopolitische Ansätze eine erste Möglichkeit geben, die uns dann eben doch zu einer Transformation Richtung Erneuerbare, Richtung eines neuen Verständnisses von Land zu bringen. Aber ohne Empathie, ohne gute Politik wird es nicht funktionieren. Vielen Dank.